Plattform Haslital hat eingeladen zu einem Streiksprecher über die Anschaffung der Kampfjet. Hier oben im Haslital ist natürlich auch eine Abstimmung darum, ob man noch mehr Lärm hat oder ob es möglicherweise möglich ist, dass es Kampfjet gibt, die leiser werden. Es ist also ein nationales Thema mit lokalem Sprengstoff. Bei mir heute Abend auf der Bühne ist der Samuel Kreibü und der Thomas Dummermuth auf der positiven Seite pro Kampfjet und dagegen sind der Emil Feutz und der Hans-Peter von Bergen. Summit mit dem Matthias Mast. Die wöchentliche Talksendung auf jungfrauzeitung.ch wird euch präsentiert von Rugenbräu. Das Bier aus dem Berner Oberland und Konzepthalle 6, Eventlocation, Kulturtempo und Coworking in Thun. Ich würde am Anfang sagen, dass sich hier oben die Herren selber vorstellen. Wir haben hier Samuel Kreienbühl von der Befürworterseite. Vielleicht schnell ein paar Worte zu eurer Person. Werte Matthias, wertes Publikum, es freut mich sehr, hier bei euch zu Meiringen zu sein. Ich bin eigentlich auch noch politisch zum Berner Oberland gehörig, Region Thun. Das ist ein bisschen das andere Ende. Bei uns kommt der Zemmental schon gleich mal. Ich bin seit dem 14. im Grossrat, bin vorher 8 Jahre Gemeinderat in der Gemeinde Unterlangenegg. Und beruflich bin ich eigentlich auch ein bisschen in der Branche wieder tätig, wo der Matthias, nämlich im Journalismus. Ich bin früher schon mal sehr lange bei der Zeitung Schweizer Bauer, oder vielleicht der eine von euch auch kennt, Redakteur gewesen, und bin jetzt dort wieder für Specials angestellt seit dem Frühling und bin zwischenzeitlich im Bereich der künstlichen Besamung bei Swiss Genetics tätig gewesen. Merci, Thomas Dummermuth. Euch kennt man natürlich hier oben. Ja, das hoffe ich. Guten Abend miteinander. Zuerst möchte ich ganz herzlich danken für die Einladung. Der Name Thomas Dummermuth ist gesagt worden. Ich bin Präsident der SVP Oberhasli. Seit dem 01.01.2011 Gemeinderat mit dem Ressort Bildung. Und was vielleicht heute Abend noch speziell und wichtig kommt, ich bin Präsident der Kommission Unterbach, die sich um das Zusammenleben zwischen Flugplatz und Bevölkerung kümmert. Ich bin hier geboren, lebe hier in Meiringen und arbeite 80% auf einer kleinen Regionalbank, 20% tue ich mich im Sport und der Politik widmen. Merci. Kommen wir zu der Seite von Gegner, Hans-Peter von Bergen. Ja, ich sage auch guten Abend miteinander und merci vielmals für die Einladung. Hans-Peter von Bergen, den Namen habt ihr ja schon gehört. Präsident von SP Meiringen Oberhasli und zu schon noch anderweitig politisch tätig. Arbeite in Interlaken im Sozialdienst, Kinder- und Erwachsenenschutz. Und freue mich jetzt auf die Diskussion. Und dann noch der Emil Feutz. Ja, guten Abend miteinander. Auch besten Dank für die Einladung. Mein Name ist Emil Feutz. Ich glaube, das weiss man hier. Ich bin seit 1967 zu Unterbach daheim, können also die ganze Sache aus nächster Nähe. Ich bin lange Präsident von der Interessengemeinschaft für weniger Fluglärm in der Alpenregion. Und jetzt hin bin ich da, für die Ansicht zu vertreten. Merci. Als ich da in Vorbereitung war auf das Gespräch, ist mir plötzlich einfach so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wir reden eigentlich über zwei Sachen. Über Kampfjet ja oder nein, aber auch über hier oben, das Lokale, was natürlich bei den nationalen Diskussionen zu kurz kommt, über die Situation für die Leute hier, Fluglärm. Und da hatte ich eine Einstiegsfrage, Samuel Kreienbühl, eben vom unteren Oberland. Also der mutet da euren oberen Oberländer sehr viel zu. Oder anders gefragt, warum muss Meiringen eigentlich den Fluglärm für die ganze Schweiz ertragen? Ja, werter Matthias, auf die Frage habe ich mich gefreut. Und da habe ich eine gute Antwort, weil es ist nicht ganz so. Die Region Zug, da wo ich herkomme, das Hogant-Gebiet, hat ziemlich viel Last von den PC21 Trainingsflügen. Das ist zeitweise jetzt nicht einmal Sommerpause gegeben. Im Moment gibt es die, wie bei euch auch. Das sind nicht Kampfjets mit Nachbrenner, aber die fliegen also ziemlich, die fliegen auch relativ ziemlich tief. Auch im Sommer, jetzt sogar die letzten Wochen, jetzt wird es wieder angefangen, ist das manchmal ziemlich nervig, wenn die da wie die Horn draussen am Himmel rumschwirren. Also darum, ich kenne das auch sicher nicht ganz im gleichen Ausmaß, aber das ist also bei uns führt das ab und zu Diskussionen, wir müssen auch schon zu Zeitungsberichten. Aber es ist also nicht ganz so, dass es nur die Region hat. Wobei es ist auch schon ein Unterschied zwischen F18 und P. Was hast du gesagt? PC21. Ja, also der Vergleich, der kann man nicht lange gelten. Ganz einfach nicht. Ich mache ein Beispiel.
Jetzt, ihr könnt selber schauen, jetzt, wenn die Truppen da sind. Wenn zwei Tiger parallel miteinander starten, mit Nachbrennern, dann spürt ihr so ein leichtes Vibrieren im Körper. Wenn ein einziger FA-18 startet, dann zittert das Haus und das Geschirr levelt. Das sind Tatsachen, das hat mit PC-21 überhaupt nichts zu tun. Und im Übrigen kommen dann die hier über den Brienzer Grat an, haben auch noch surren, wie die Hornussen. Wir sind jetzt mit drin, aber Herr Feutz, wenn man jetzt Nein sagt zu dieser Vorlage, nützt das, das nicht. Dann starten nach wie vor die F-18. Das ist klar. Wir können Ja sagen, wir können einen Superkampfjet kaufen. Die sind mindestens eben so laut wie die F-18, also für uns ändert da in dem Sinn nicht viel von der Lautstärke her. Was könnte ändern? Und das ist, das befürchte ich ganz stark. Wir haben noch 3 Flugplätze in der Schweiz. Bayern, die haben am meisten. Dann hier und Emmen. Emmen liegt in einer Agglomeration mit 200'000 Leuten. Die haben eine Eingabe gemacht mit 5'700 Unterschriften beim Bundesrat und so weiter. Jetzt müsst ihr doch nicht daran glauben, dass die nachher einfach einen Teil übernehmen. Die tun dann das dort her, wo am wenigsten Leute sind. Und die tun genau so handeln, wie das seinerzeit der Markus Seiler, der war damals Generalsekretär beim VBS und dann Staatsschutzchef, hat gesagt oder geschrieben in der Zeitung, es sei doch sinnvoll, wenn man in einem abgrenzten Raum, den hätten wir hier mit diesen Bergketten, das Zeug stationieren und den Lärm dort machen und dafür den Rest der Schweiz schonen. Genau so hat er das gesagt, also nicht im Wortlaut, sondern in dem Sinn. Und genau so läuft das. Wir sind einfach die Klackierten. Also Herr Dummermuth, Meiringen und die Orte, die es da betrifft, die haben kein Lobby. Und ihr seid von Meiringen und macht zu wenig. Das mag so gewesen sein. Wir haben ein Lobby, unter anderem Emil Feutz, der dabei ist. Das Problem, und das hat Emil Feutz angesprochen, unsere Lobby ist aus natürlichen Gründen viel zu klein. Wir haben im Hasli natürlich nicht 200'000 Leute, können dementsprechend noch nicht 5'000-6'000 Unterschriften sammeln. Und das wissen wir alle. Wenn die F-18 starten und landen, das ist sehr unangenehm, sowohl zu Meiringen wie auch zu Brienz, aber ganz speziell zu Unterbach. Und sehr störend in meinen Augen ist, dass wir nicht, wirklich nicht einen Millimeter weiterkommen in Diskussion um ruhige Arbeitsplätze, um stille Arbeitsplätze vom VBS, weil die gäbe es auch. Und in der heutigen Zeit der Digitalisierung gibt es sehr, sehr viele Stellen, Jobs, wo man eigentlich nicht an Orten gebunden ist. Ich denke, der könnte man viel machen, weil die Angst, dass mehr Flugbewegungen sind, die steht im Raum. Im Moment haben wir uns auf 5'000 maximal geeinigt. Es ist natürlich auch in meinen Augen, aber ich bin nicht Militarist, in meinen Augen ganz ein schlechter Entscheid, dass man nur noch 3 Flugplätze in der Schweiz hat. Ich glaube, auch die Piloten sind da nicht sehr erfreut über diese Tatsache. Aber jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, wie ihr da überstehen. Also, das ist schon fast ins Neilage gekommen. Ich komme gerade noch mal schnell, Hans-Peter von Bergen. Bei euch ist es ja ganz einfach. Das ist sowieso gegen das Militär, sowieso gegen Jets. Da spielt ein bisschen Lärm auch keine Rolle, aber es hilft jetzt auch noch gerade, für die ganze Vorlage zu versenken. Ich glaube, das ist ein bisschen einfach formuliert. Sicher so, dass im Parteiprogramm von SP Schweiz die Abschaffung von der Armee drin ist, aber um das geht es im Moment nicht. Das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Und ich glaube, wir sind gut dran, wenn wir bei der Sache bleiben. Und da geht es jetzt einfach um die Beschaffung von diesen 40 Kampfjets. Und das sehen wir eigentlich gleich, wie die SP Schweiz das auch immer klar kommuniziert hat. Das ist eine absolute Luxuslösung, die so keinen Sinn macht. Eine Luxuslösung. Ja, also, merci also, Matthias, ich möchte noch kurz zum Emil von Alm replizieren als erstes. Emil Feutz. Feutz. Aber es ist von Alm Feutz. Genau, von Alm ist. Und zwar erstens, ich attestiere das. F-18 macht mehr Lärm mit Nachbrenner beim Start. Die Landung ist wieder eine andere Geschichte als so eine PC-21. Aber was ich auch muss sagen, wir kennen 200 Arbeitsplätze vor Luftwaffen bei uns, wie ihr habt. Also, das ist etwas, wo ich manchmal so ein bisschen wahrnehme. Der Lärm will man nicht, aber den Job hat man den gerne. Ein zweiter Punkt, ich sehe die Problematik von der Reduktion der Flugplätze, die es gegeben hat, das hat der Thomas auch schon angetönt, das ist vielleicht zu weit gegangen, aber ich glaube genau auch, dass es nicht weiter wird gehen, weil auch schon aus Sicherheitsgründen braucht man gewisse Redundanz
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man noch weniger als auf 3 Flugplätze kann reduzieren kann. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, und da kommen wir jetzt zum SP-Vertreter, ich glaube, wir müssen einfach etwas sehen. Eine Armee ohne Luftwaffe, wenn wir jetzt nicht Ja sagen, werden wir das haben. Das ist keine richtige Armee mehr. Wir können jeden Konflikt im 20. Jahrhundert nehmen, wenn ihr keine Luftwaffe hat, die den Namen verdient hat, seid ihr im Guerillakrieg, dann seid ihr im Vietcong, oder auf dieser Stufe. Und es ist auch im Film übrigens sehr gut aufgezeigt worden, wir brauchen es eben nicht nur im Krieg, wir brauchen es als Luftpolizei, wir haben viele internationale Institutionen, Anlässe, das ist nicht nur ZWEF, es gibt auch Frankophonie-Treffen schon im Genfersee gegeben und so weiter. Und da die Papierflüger, die die SP propagiert, die weniger schnell fliegen als die schnellsten Verkehrsflugzeuge, also mit denen machen direkt keine Luftpolizei. Also die haben übrigens einen Namen, die Papierflüger, die ist M346FA, italienische, sie super, sagt Frau Seiler-Graf. Sein Papierflügel? Das kann ich so nicht beurteilen. Also sie fliegen weniger schnell als die schnellsten Verkehrsflugzeuge. Ja, das sagen dir jetzt. Ja, das ist ja so. Die fliegen etwa 700 der Punkt ist ja der, dass Fachleute beim VBS klar gesagt haben, für einen Luftpolizeidienst abzudecken, brauchen wir zwischen 8 und 12 Jets und dann können wir 24/7 abdecken. Die Armee will 40 Jets. Warum? Weiss eigentlich kein Mensch. Der Stüssi, der Armeechef, persönlich hat gesagt, für die Landesverteidigung brauchen wir mindestens 100 Stück. Es gibt keinen Grund, warum wir 40 Jets brauchen. Ich kann nicht beurteilen, ob die Jets die gute Lesung wären, aber was ich aufgrund der Fakten kann beurteilen kann, ist, dass wir nicht 40 Jets brauchen, mit maximal 20 wird es längste Länge. Das ist schon das Argument. Zum Beispiel eben Finnland hat 8-mal Fläche von Schweiz und vielleicht etwa 10 Jets mehr. Also da kann man sich schon fragen, für was brauchen wir auf dieser kleinen Fläche so viele Jets? Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr zu Samus stehen. Also erstens, bin ich froh. Erstens weiss ich nicht, von wo das Zahl 40 kommt. Wir reden über 6 Milliarden. Der Bundesrat entscheidet, welchen Typ wie viel Anzahl. 37 und bis 40 hat Amherd in der Arena gesagt letzte Woche. Ja, in der Arena sagt Frau Amherd sehr wahrscheinlich gleich viel wie alle, die in der Arena sind. Aber am Schluss entscheidet der Gesamtbundesrat über Typ und Anzahl. Und ich persönlich bin dort sehr froh, dass wir nicht mehr die Abstimmung haben, wie das letzte Mal über Grippen, weil das müssen wir, glaube ich, realistisch sehen. Es kann allweg niemand hier und sehr wenige in der Schweiz entscheiden, welcher Flieger das der richtige ist für die Schweiz. Zumindest ich kenne das unmöglich. Und da bin ich eigentlich froh, obwohl es ein Blankoscheck ist, dass wir Ja oder Nein sagen. Und dann sollen die Fachleute rund um die Evaluationsgruppe und der Bundesrat entscheiden, wenn es denn Ja ist, was. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das kennen. Aber wenn wir jetzt noch beim Lärm bleiben, nehmen wir mal an, Emil Feuz, ihr wüsstet ungefähr, welche Flüge das gut wären. Oder gibt es überhaupt noch Chancen für den, aus eurer Sicht für den Flugplatz Meiringen mit anderen Flügern? Es ist so, vor der Weber-Abstimmung seinerzeit war ich auch in der Arena gewesen. Und da habe ich mit dem Herrn Hurter nachher da noch, ich weiß nicht, auf dem Gläschen Wissen oder so geschnurrt und habe dem gesagt, eben, hör ich das, für einen Luftpolizeidienst wäre Flugzeug von Kategorie Tiger hart gut genug. Dann sagt er mir, ein solcher Flugzeug gibt es nicht mehr auf dem Markt. Tiger fliegen noch jetzt, die Amerikaner nehmen es auch zurück. Sie überlegen sogar ein solches Zeug um zu bauen für einen Luftpolizeidienst. Und nachher kommen sogenannte Fachleute, also, ja, bös gesagt jetzt halt, unsere Kampfjetpiloten, die natürlich eine Ferrari wollen oder so etwas Kipps, oder? Und die sagen auch, das sei nichts. Das sei ein Flieger, der nur fliegen könnte, wenn die Sonne scheint. Das stimmt alles nicht. Das ist gelogen. Ganz einfach gelogen. Und ich habe die technischen Daten, zum Beispiel vom F-18, weil ja die Kategorie vertritt, die jetzt sollte angeschafft werden, und vom Tiger genommen. Und der Tiger fliegt 1,64 Mach und der FA-18 1,8 Mach. Also 300 Stundenkilometer mehr, aber beide zusammen, also über 1500 Stundenkilometer, und das Verkehrsflugzeug ist unter der Schallgrenze. Das ist davon ein Zehntel. Das andere ist, die Diensthöhe, haben Sie da oben gesagt, war noch nicht stimmig. Beide zusammen über 15.000 Meter. Der Tiger sogar ein bisschen höher als der FA-18. Ich habe ausgerechnet, wie gleitig das sie steigen. Für diese Höhe zu erreichen, braucht ein FA-18 60 Sekunden und der andere 90. Jetzt soll man jemand sagen, die 30 Sekunden spielen da noch Rolle.
Das ist dummes Zeug. Man wollte einfach einen super Kampfjet. Und so gesehen ist die ganze Abstimmung jetzt, der ganze politische Prozess, einfach falsch. Man hätte sollen können sagen, wir wollen einen super Kampfjet oder wir wollen einen Kampfjet, der angemessen ist für unser Land und der für den Luftpolizeidienst gut genug ist und mehr brauchen wir nicht. Das wäre nachher auch eine Entlastung in Sachen Lärme, so wenn ich das vorher eins als Beispiel habe gegeben. Jetzt sind verschiedene Sachen genannt worden, die ich so jetzt nicht stehen lassen kann. Also erstens mal der Tiger selber, der hat Jahrgang 78, ich habe 77. Ich bin in der Alpgenossenschaft, grossen Mittelberg, im Justiztal, im Vorstand. Dort haben wir jetzt die Melkmaschine rausgerupft, die so alt ist, die einfach dürr war. Schaut mal Auto aus dieser Zeit. Und das sind Systeme, die sind in der Luft, die sind sensibel, da hocken Menschen drin. Also der Tiger, der ist dürr, der ist schon jetzt komplett dürr. Technisch ist das ein Flugzeug, das kommt aus den 50er, 60er Jahren, ist entwickelt worden. Das ist die erste Nachkriegsgeneration. Also der Tiger, es geht auch nicht um Geschwindigkeit, Dienstgipfel, und so Sachen. Es geht auch darum, der Tiger hat auch nicht den Radar, der entsprechend, oder? Er hat zum Beispiel Grippen, wo ist dann schlecht geredet worden, viel besser. Es geht um eben die Geschichte, die ganze technische Systeme, Bewaffnungen, Raketen, Luft-Luft-Raketen und so weiter. Und er ist einfach der Tiger durch, ich glaube. Einen Tiger nach der Tour brauchen wir nicht mehr. Ein zweiter wichtiger Punkt, wegen der Anzahl Flüger. Es ist eben nicht so, dass man mit dem theoretischen Wert von diesen 12 Flüger, die man könnte rund um die Tour Polizeidienst machen, dass die länger. Wisst ihr, wie viel eigentlich geht ihr? Müsst ihr ja wissen, wo hier wohnen. Wie viel die Flüger müssen gewartet werden, überprüft werden. Es gibt da Verluste, das gibt es leider noch heute. Das ist nicht mehr wie früher, da, die Deutschen in den 60er Jahren mit der Lightning, wo jeder dritte Schach kam. Aber es gibt halt leider Gottes ab und zu auch noch. Und man kann nicht einfach bei so einem System auf ein absolutes Minimum gehen. Dritter Punkt, vergleichen auch mit anderen Ländern. Die hinken halt schon ein bisschen. Oder? Finnland ist ein sehr grosses Land, aber Finnland hat eigentlich nicht so komplizierte Aussengrenzen, hat nicht die Topografie, die wir in weiten Teilen. Aber hat Russen nebendran. Hat Russen nebendran. Übrigens bin ich noch ein bisschen stolz drauf, der ja, der Russen im Zweiten Weltkrieg hat, die Schirne geportet, der Karl-Lennart Dösch ist ein Schwarzenegger, wo ich herkomme. Also das kann man durchaus auch mit der kleinen Armee. Aber ich glaube, da wäre ich wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Und natürlich wäre es besser, noch mehr Kampfjets. Da haben wir, glaube ich, nicht einmal die Differenz. Aber wer sperrt dort als erstes? Die SP. Also niemand von mehr geredet, ich glaube da. Aber die SP sperrt ja... Wenn ihr jetzt schnell runterbrechen auf Meiringer von Bergen, seht ihr eine Zukunft für den Flughafen? Seht ihr eine Möglichkeit, dass da immer noch ein Militärflughafen betrieben werden? Vielleicht eben mit anderen Flügern, leisligeren, euren Papierflügern, wie der Herr Kreibühl sagt. Ja, sind Papierflüger. So wie der Gripen noch einer war, genau. Der hat man zur Abstimmung gebracht, der ist zum Glück abgelehnt worden. Viel zu besser genau. Ich glaube, man muss das wirklich ein bisschen unterscheiden, wenn wir das Ganze national angucken oder hier regional. Und regional, ich fürchte, dass wir in die Richtung gehen, dass wir die Kampfjets weiterhin werden haben, dass wir den Lärm weiterhin werden müssen tragen für die ganze Nation. Ich glaube, es ist aber auch nicht einfach so aus lauter Freude am Leben, dass der Grossrat Michel und der Grossrat Applenalp das Postulat beim Regierungsrat eingereicht haben, wo es darum geht, dass die zunehmende Lärmbelastung auch entsprechend abgeholt wird. Der Gemeinderat von Meiringen wie auch von Brienz ist massiv dran am Arbeiten, wie das Thomas vorher schon gesagt hat. Dort kommt man einfach nicht einen Schritt vorwärts. Und wenn hier angesprochen wird, wegen diesen 200 Arbeitsplätzen, muss man dann schon klar sagen, von diesen 200 Arbeitsplätzen ist nicht die Hälfte hier in der Region angesiedelt, sondern die kommen zum Teil aus der ganzen Schweiz. Piloten reklamieren, weil sie mehr im Auto hocken, weder im Flugzeug, weil sie zu viel auf der Autobahn sind statt der Luft. Und Mitarbeitende kommen zum Teil weit fort. Das sind Leute aus dem Uri, die hier kommen von arbeiten, weil man einen Teil hier herverleiht. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Argument, das man reinbringen kann mit den Arbeitsplätzen. Und wenn man dann eben, wie Thomas das vorher gesagt hat, noch gegen Arbeitsplätze fordert, dass man wenigstens als Region einen Nutzen hat, und dann wird man der Gang noch bremsen, darf man sich auch nicht verwundern, dass es Leute gibt, die hier sagen, so nicht. Also die Arbeitsplätze sind vernachlässigbar? Nein, die sind nicht vernachlässigbar, aber der Herr Vohberger hat recht, es sind natürlich von diesen 200 Arbeitsplätzen nie und nimmer 200, die hier im Haslital wohnen. Es sind aber auch 25 Ausbildungsplätze. Auch das sind nicht nur Lehrlinge vom Hasli. Wobei, dort muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Vorsteher der Schule, es ist halt schade, dass wir sie nicht einmal besetzen mit Hasler. Und da sind wir selber schuld, weil wir zu wenig Bewerbungen drauf haben. Also das müssen wir offen und ehrlich sagen.
Es hat zu wenig Leute, Jugendliche, die die Lehre machen wollen. Darum sind es nicht 25 Hasli Jugendliche, die die Lehre dort machen. Was mich aber vorher noch interessant dünkt, und ich stelle die Frage, ich bin zwar nicht der Moderator, aber ich stelle die Frage zu Ernst Pfeutz gleich. Habe ich das richtig verstanden, wenn man Kampfjet, irgendwie Typ Tiger, Stand 2020 würde zur Abstimmung bringen, würdest du ja sagen? Es ist doch so, dass wenn jetzt unsere Politiker und die da verantwortlich sind für das ganze Zeug, die Fantasie hätten gegeben, sagen, wir wollen ein Flugzeug, Kategorie Tiger, das muss nicht Tiger sein, aber ja, die Kategorie, mit diesen und diesen und diesen Anforderungen, also das Profil muss erstellt sein, für einen Luftpolizeidienst. Jedes Land macht Luftpolizeidienst. Man könnte aber in anderen Ländern, ob schon, dass man sogenannt neutral ist, nachfragen, ob jemand bei diesem Kauf oder bei dieser Anfrage auch mitmache. Und dann hätte man Northrop oder McDonnell Douglas oder Wemmo Gang das schicken und sagen, tut ihr uns hunderte sättiger Flugzeuge machen. Also die werden zusammen mit anderen Nachbarländern aber eine Bestellung aufgeben. Aber dann wärst du der Fähre, Emil. Es geht ja darum, Moment, dass man für einen Luftpolizeidienst Flugzeug braucht. Und für das braucht man nicht F-18, man braucht nicht einen F-35, man braucht keine Superhornet, nichts Sättiges, es tut es mit weniger. Der Emil Feuz hat, glaube ich, am Anfang, das habe ich so verstanden, gesagt, wie viel Leuter die Flüger werden. Oder? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Also, oder wurden sie, also sie haben hier testen, letztes Jahr im Juni, April bis Juni, der Airbus Eurofighter war oben, gewesen, Boeing F-18, der Super Hornet, das so Raphael, der Lockheed F-35 und noch der Saab Gripen. Ich nehme an, der hat alle gut zugelassen. Ich komme jetzt zum Emil Feuz, hat er sich befasst mit diesen Typen, Flugzeugtypen, die sie vor einem Jahr testen konnte. Ja, klar habe ich mich da damit befasst. Und ist ein Liesli gsi? Nein, das ist also kein Liesliger, wenn der F-18, zum Teil sogar ein bisschen lauter. Und ich habe vorher schon gesagt, der F-18 ist ja eigentlich das Flugzeug, das der Widerstand in der Region hat ausgelöst. Weil das nachher hierher stationiert wurde und dann hat es geheißen, ja nein, also das wollen wir nicht. Und dann hat sich der Widerstand gebildet und der ist jetzt da und ich hoffe, er gewinne eins. Braucht es überhaupt, Herr Kreibel, braucht Meiringen einen Flugplatz? Ich darf nur schnell sagen, Bayern, ich habe es nachgeprüft, weil ich zweimal mitbekommen, die bauen der Zivil, die Flugbewegung immer mehr auf, mit über 8'000 im Jahr. Also sie hätten Kapazität, für auch, das von Meiringen zu übernehmen. Also Bayern verdient das Geld mit der Zivilluftfahrt, tut so eigentlich auch Baup konkurrenzieren, das ist Fakt. Also, warum braucht es überhaupt noch einen Militärflugplatz da oben? Also, ist mir zuerst ein Anliegen, noch etwas zu sagen zu den Arbeitsplätzen. Ich glaube auch, also der Flughafen Meiring ist meines Wissens, oder Unterbach ist meines Wissens, der vierte oder fünftgrößte Arbeitgeber bei eurer Region. Also, das ist nicht unerheblich. Ich gehe auch davon aus, dass auch die in Michelgruppe oder bei den anderen grossen Arbeitgebern drin oder anderen auch nicht hier wohnt. Das ist einfach heute so, der hat mehr Zupender als Webpender, das ist mir bekannt. Zweiter Punkt, aber was man nicht vergessen darf, ein Arbeitgeber, in dieser Grösse, die zwischendurch mal baut, die verpflegt und so weiter, das bringt Wertschöpfung in eine Region. Und ich glaube einfach nicht, dass man da einfach so Telgel darauf verzichten kann. Aber jetzt zu dieser Frage. Ich glaube, eine Schwierigkeit in dieser Diskussion, zuerst noch wegen der Typen, muss ich gleich mal sagen, man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Schweiz hat in den 50er, 60er Jahren 500 Kampfjets gehabt. Gut, da hat man noch Bodenkampf gemacht, hat man Hunter und Setting noch gehabt, Vampire, Venom. Und was man muss sehen, die heutigen Systeme sind viel besser, viel komplexer auch. Und sie können mehr abdecken. Darum braucht man weniger, weil sie viel leistungsfähiger sind. Und man muss auch sehen, von den Tiger hat man noch 100 gehabt. Und wenn er dann, in diesen Zeiten, in den 70er, 80er Jahren, wenn die auf die drei Flugplätze konzentriert wären, hat es auch viel mehr Fluglärm gegeben. Jetzt eine Frage zu Bayern. Vielleicht muss man fragen, warum gibt es den Flughafen Meiringen überhaupt? Der kommt ja aus einer bestimmten Zeit raus. Er ist der letztsätzige Flughafen. Das kommt aus der Zeit des Redwy, wo man sieht, wir müssen die Flugplätze in die Alpen tun. Und darum hat man die hier gebaut. Oder? Und natürlich sind wir jetzt nicht mehr in der Redwy-Zeit. Der Hitler ist, geht schon lange nicht mehr. Der Kommunismus ist auch nicht mehr so eine Bedrohung. Aber Tatsache ist, gleich, wie ich schon erwähnt habe, von Redundanz her, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man im Minimum die drei Flugplätze erhält. Und dort ist Meiringen auch Verbindung in Osten der Schweiz, wo ja Flugräume sind für die Kampfjets im Kanton Graubünden, meines Wissens. Es geht ja einen Korridor durch.
Das ist relativ wichtig. Dass der also M ist ähnlich nach. Also für auf Davos fliegen, ich glaube nicht. Aber von Redundanz her, glaube ich, sind wir mit den drei im Minimum. Was ich kann verstehen, und da muss ich sagen, habe ich auch völlige Sympathie, dass es nicht noch mehr Flugbewegungen werden sollten. Und das mit dass der vielleicht auch noch andere Jobs werden vom VBS, das kann ich, habe ich durchaus auch Sympathie dafür. Hat es ja früher gegeben. Das ist übrigens auch aufgrund des gewaltigen Abbau von Armee, wo leider Gottes, muss ich wieder sagen, von Linken ist betrieben worden, hat man die Zeughäuser dezentral zugetan. Das waren sicher nicht die dümmsten Jobs für euch hier oben. Und das ist leider Gottes aufgrund von linken Armeeabschafferpolitik, hat man die Zeughäuser zugetan. Und jetzt hat man auch viel weniger Standorte mit der Armee von auch nicht einmal mehr ganz 100.000 Mal in Zukunft. Jetzt muss ich also gerade doppelt Stellung beziehen dazu. Der Punkt Nummer 1 zur wirtschaftlichen Wertschöpfung. Da hat einmal unser Gemeindepräsident eine interessante Aussage gemacht, der Jungfrau-Zeitung. Und zwar ist er befragt worden rund um das Postulat von diesen zwei Herren Grossräten, die ich vorher schon erwähnt habe. Auf die Frage hin, was die Auswirkungen wären, wenn der Lärmkataster hin und weiter ausgeweitet wird, hat er gesagt, dass das für die Entwicklung im Talboden katastrophal wäre. Dass die Vorschriften für Um- und Neubauten von Gebäuden müssen unbedingt gelockert werden und unter keinen Umständen noch verschärft dürfen werden, weil in einer weiteren Aussage er gesagt hat, dass jetzt schon vom Amt für Gemeinden und Raumordnung Bauten nicht bewilligt werden, wegen der Lärmschutzvorschriften. Und der Punkt von der wirtschaftlichen Wertschöpfung, das mag vor 20, 30 Jahren so gewesen sein, jetzt sind wir am Punkt, wo das umkehrt und wo wir einen Schutti-Arsch bekommen auf gut Deutsch. Ja, aber darf ich noch etwas sagen? Oder, es ist der Lärm von einzelnen Maschinen der Strempunkt. Aber die Tatsache ist, das müssen wir mal festhalten, wir haben früher viel mehr Flüger gehabt. Wir hatten noch, ich glaube, noch 31 F-18 und etwa noch 60 Tiger. Und wir reden jetzt in Zukunft von noch 40 Flügern. Also die Zahl Flüger werden abnehmen und insgesamt werden auch die Flugbewegung abnehmen. Aber 40 abnehmen. Habt ihr jetzt bestätigt, ja. Wenigstens. Ja, das ist einfach, wenn man, das ist eine Milchbüchli-Rechnung, ja. Das kommt ja noch darauf ab. Man kennt ja ungefähr die Preise, die jemanden sind. Aber was ich vielleicht auch noch erwähnen, es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich verstehe natürlich die regionalpolitische Sicht, aber es gibt auch noch eine Sicht übrigens mit der Überlegung vorhin wegen dem gebündelten Einkaufen mit anderen Ländern. In dieser Vorlage ist drin, dass 60% vor Wertschöpfung muss kompensiert werden, ist sogar nach Landesteil aufgegliedert zwischen Westschweiz, Deutschschweiz und Tessin. Und das ist auch nicht unerheblich. Das ist Geld, das in die Schweiz fließt. Wenn ihr da die Ideen, die man geistert, man könnte das der NATO übertragen oder anderen Ländern, das ist ja nie. Also dort hat man sicher nicht schlecht verhandelt. Und wegen der Anzahl Flüger, das kommt einfach, das ist ja eine Verhandlungssache. Ich werde natürlich das noch ein bisschen mehr sehen. Aber bleiben wir schnell bei den Flügern. Warum werden sie irgendwie lauter geworden? Also mit der heutigen Technik, bei den zivilen Flügern schaut man, dass sie leiser werden. Zurzeit gibt es eine Diskussion wegen den lauten Töpfen, wegen den Tunen der Kerne. Aber scheinbar die Kampfjets, die dürfen oder können nicht leiser werden. Das ist ein Punkt, der sehr störend ist. Wie ihr sagt, Herr Mast, überall, wo ihr schaut, je moderner, je leiser. Ganz eine simple Rechnung. Wir nehmen jetzt die Flugbewegung, also die zivilen Flugzeuge werden mit jeder Generation leiser. Die militärischen Flugzeuge werden mit jeder Generation mindestens gleich laut, wenn nicht lauter. Weil ich es nicht begreife, habe ich den Kommandant vom Flugplatz Unterbach, der Reto Köhns, das eins gefragt. Und das ist eigentlich eine relativ simple Antwort, die ich ihm aber nachrede. Dort, wo die Flieger produziert werden, in diesen Ländern, sind die Flugplätze irgendwo in Pampa. Und es schreit kein Hahn danach, ob die Leiter sind oder Leisliger. Punkt. Wir in der Schweiz, und da nehme ich jetzt nicht nur das Hasli, einfach die ganze Schweiz, wir sind wesentlich enger, haben die Flugplätze immer irgendwo am Gebiet von Leit. Und wir sind dort in dem Sinn die Leidtragenden, weil wir selber das gar nicht machen. Aber es ist einfach, wenn ihr irgendwo in der Wüste von Nevada einen Flugplatz habt, Amerikaner seid, den Flieger baut, den könnt ihr machen, so Leute, dass ihr weit, es interessiert. Vorher geheissen, kein Schwein, ob der Leute oder Leisling ist, weil der startet der sowieso ohne Volk. Punkt. Aber ist nicht der Kundenkönig? Kann man nicht sagen, wenn man schon 200 Millionen pro Klapp zahlt, dann könnte man sagen, bitte Leislinger. Ja, ist jetzt halt die Frage, wie gross das der Kunde Schweiz dort wirklich ist. Also für uns ist das viel Geld, 6 Milliarden, aber wenn man die Rüstungsausgaben global anschaut, sind wir alle relativ kleine Player mit diesen, ich nehme jetzt gleich Hans-Peters Zahl, 37 bis 40 Flieger. Ob man da grosse Forderungen stellen kann, wage ich nicht zu bezweifeln. Probieren müsste man es, aber ich wage es zu bezweifeln, dass ein Hersteller auf das eingeht. Vielleicht nur wegen Eis Haslitaler und ein bisschen Emmen, die jetzt ein bisschen Unterschriften sammelt. Hat man schon mal so Forderungen gestellt überhaupt?
So Forderungen sind meines Wissens nie gestellt worden. Es ist einfach gäng überlegt worden, ja, jetzt werden die Flugzeuge gäng leiser. Aber es ist doch eine ganz einfache Sache. Sie sehen, weil sie in der Pampa fliegen oder was. Wenn ein F-18 10 Tonnen Leermassen hat und ein Tiger, der genau gleich gut ist für das, was wir so brauchen, hat 4,3 Tonnen, dann braucht er schon noch ein bisschen stärkere Motoren, oder? Und die lärmen einfach mehr. Und der F-35 wäre nicht bei 31 Tonnen, nicht? Und wenn die dann überkommen, da die angefressen, dann nachher nehmen die dann natürlich sofort. Das ist ganz klar. Mir geht es jetzt eins noch um etwas ganz anderes. Da ist eine Frau zu Unterbach mit einem Baby und die ist spazieren mit dem Kind. Und dann hat das Gang um mich brüllt, wenn das da gekrosset wenn am Morgen. Und hat ihm nachher ein Pamir angelegt. Ist das unsere Zukunft? Und können wir das überhaupt noch verantworten, ein solches Zeug? Dass man nachher mit solchen Geräten im Zeug rumfliegt, weil man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die eins wirksam können eingesetzt werden, die tendiert ziemlich stark gegen null. Also Frau Amherd würde jetzt euch antworten, es muss sie, bei einem Nein muss man über Bücher. Ja. Sie hat gesagt, das hieße bei der Ablehnung, wir können den Verfassungsauftrag nicht mehr erfüllen. Das heisst, kein Flüger, keine nützliche Armee, besser gesagt, keine Armee, die den Auftrag und die Verfassung gibt, kann erfüllen. In der Bundesverfassung heisst es, die Schweiz hat eine Armee. Es heisst nicht von einer Flugwaffe. Es heisst, die Schweiz hat eine Armee. Aber, ja. Wie die gestaltet wird, das ist eine andere Frage. Aber da sind wir jetzt am Punkt vor Abstimmung. Und jetzt, Moment gerade, ich bin gleich fertig. Immer noch ein bisschen mitreden, das ist gut. Ja, eine andere Sache, ein anderer Artikel ist, der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. Das ist dann auch in der Bundesverfassung. Von Luft, von Flugzeugen und so heisst es dort nichts. Das ist absolut richtig. Wo die Bundesverfassung ist geschrieben wurde, hat man sehr wahrscheinlich auch noch keine Flieger gehabt. Und sie drin jetzt, glaube ich, es gibt Sachen, die in der Verfassung sind, die nicht zurückkehren. Das braucht es nicht. Aber das ist ja genau die Frage und darum stehe ich auf dieser Seite. Das Lokalpolitische ist, hey, sie hat gesagt, was wir fordern. Wir wollen ruhige Arbeitsplätze, wir wollen ein besseres Zusammenleben. Da kommen wir vielleicht nachher noch darauf zurück, was teilweise abgeht zu Unterbach, wo ein No-Go ist. Aber die Frage ist doch, wollen wir einen Flieger oder wollen wir keinen? Heisst, wollen wir eine Luftwaffe oder wollen wir keine Luftwaffe? Weil 2030 ist kein Flieger mehr einsatztauglich, weil da irgendwie mit uralten Klapperstern kommen. Das ist nicht der Fissel, der Storch ist Geschichte. Ja. Also wollen wir eine Luftwaffe oder nicht? Und dann sagen wir ja oder nein. Ehrlich, dort sage ich ja, aber ich will auf die regionalen Gegebenheiten eingehen. Ich will gekehrt werden vom VBS. Aber wenn man nein sagt, dann ist es nein. Dann ist das für mich akzeptabel. Ich bin Demokrat. Aber dann muss man sagen, dann wollen wir keine Luftwaffe. Schaut ihr von Bergen und daher, Samuel Pfeiffer. Das ist natürlich so auch nicht ganz richtig. Rein, wenn man schaut, wie sich die Diskussion jetzt entwickelt hat, ist ja niemand per se gegen eine Luftwaffe. Weder die SP noch das Kampfjet-Referendum selber, das Initiativ- oder das Referendumskomitee selber, hat gesagt, wir wollen keine Luftwaffe. Aber wir wollen eine Luftwaffe, die dem entspricht, wo wir an Auftrag müssen erfüllen, an Luftpolizeidienst, und für das sind 40 Jets einfach zu viel. Und als ob sich jetzt die vom Bund würden still haben und nicht mehr machen, nur weil man die Jets ablehnt. Die wollen wir ihre Spielzeit genau gleich haben, ob wir jetzt das ablehnen oder nicht. Und die werden genau gleich noch einen Versuch starten, die Flugzeuge zu beschaffen. Halt dann vielleicht noch einmal angepasst. Und vielleicht muss man ja auch sagen, wenn man die gesamte Sicherheitspolitik anschaut, die Armee will in den nächsten 10 Jahren 15 Milliarden investieren, für die Armee zu sanieren, für sie scheinbar wieder fit zu machen, für einen Auftrag, den sie hat, ja, ist das nicht vielleicht gerade der Zeitpunkt, wo man generell mal überlegen müsste, ist die Armee, die wir heute jetzt noch haben, so auch noch eine Armee, die zeitgemäss ist? Ich bin der Meinung, nein. Warum? Was sollte sie anders machen? Weil wir noch viel zu fest darauf ausgerichtet sind, dass irgendwann eins irgendein Bassfeind über Grenzen läuft und uns will schiessen. Das ist, die Zeiten sind vorbei und mit dieser Armee, die wir jetzt haben, können wir da auch nicht machen. Aber wir kämpfen nicht mehr früher. Jetzt habe ich Redenstall. Ich fange gerade der an. Ich behaupte, kurz die SP wäre noch dagegen, wenn man mit ihren Papierflügeln kommt, die sie jetzt vorschlagen.
Die SP hat sein Parteiprogramm, ich finde es sogar an sich konsequent, aber dann sagen sie kommen. Ihr wollt keine Luftwaffe. Viel weniger ist einfach nichts möglich, es verdient der Name nichts. Zweiter Punkt. Leute, der hockt hier mit diesen Masken im Publikum. Noch letzten Dezember, noch im Januar, hat niemand geglaubt, dass wir im März einen Lockdown haben. Manchmal kann es Kaiben schnell gehen, Leute. Und schaut, nehmt mal eine Weltkarte, ihr könnt sogar eine Europakarte nehmen. Dann schaut mal, wo die Brennpunkte sind um uns herum. Das macht noch Angst und Bang. Das ist prekär. Wir müssen nicht bis in den Osten gehen. Wir sind schon zu Europa, wir haben 90er Jahre aber konkret, Balkan-Krieg. Welche Bedrohung könnte man mit F-18 stoppen? Los, es fährt. Welche Bedrohung? Also es geht grundsätzlich darum, ein souveräner Staat hat eine Landesverteidigung. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, ich sage nicht, in einem halben Jahr haben wir irgendwie Krieg, oder ich sage nicht einmal, wir haben irgendwie einen Fall von Luftpiraterie, aber es kann eintreffen. Und die Lage ist mittlerweile so zum Teil prekär, auch gerade in Mittel-Osteuropa, dass sie nicht Wetthang in die Feuer legen, dass wir einfach zu unseren Lebzeiten noch ewig werden, Frieden zu Europa. Ich tue euch jetzt noch etwas sagen. Unser Parteigründer, oder Thomas Dummermuth, wie ich zusammen angehöre, der Rudi Minger, war VBS-Chef von 1929 bis 1940. Der ist durch die Schweiz dingelt, ich glaube im 1934, für eine moderne Luftwaffe zu weibeln. Die SP war dagegen, dann noch schon. Und dann hat es geheißen, es braucht es nicht, die Armee brauchen wir nicht und so. Und nachher, wo ihre Kollegen sind verhaftet worden in Deutschland, sind sie auf einmal für die Landesverteidigung gewesen. Und es funktioniert eben nicht so, dass man die Feuerwehr oder die Armee oder andere solche Systeme für die öffentliche Sicherheit einfach kann in die Schublade tun, in den Kühlschrank, in Zeiten, wo es scheinbar nicht so prekär ist, und nachher einfach aus dem Nichts wieder rauffahren. Das funktioniert einfach nicht. Also er redet jetzt so, ich muss ihm ein bisschen Unterstützung geben, weil bei der SP ist man schon nicht nachgekommen. Oder, eben, ich sage es gleich noch eins, Armeeabschaffung ist im Programm, nachher kommt das Referendum, nicht mehr lange nichts gehört, und dann kommen die Flüger, die italienischen. Die sind relativ spät gekommen, die Alternativflüger. Also müsste die SP nicht ein bisschen über Bücher wirklich mal Stellung nehmen zur Frage, wie die Armee konkret so aussehen. Ja, wenn man es einmal würde anhören, würden wir das so machen. Aber es ist ja gar nicht gefragt, was wir sagen grundsätzlich. Was ich vielleicht jetzt noch sagen muss, zu seinen Argumenten, die er drin gebracht hat, im Gegensatz zu irgendwelchen Kriegsszenarien, Fantasien, die ihr da habt, hat man schon vor 2 Jahrzehnten gesagt. Hat man schon vor zwei Jahrzehnten gesagt, dass irgendwann eine Pandemie wird kommen. Dass wir jetzt hier mit Masken hocken, ist für uns eine Überraschung gewesen, weil wir diesen Umstand, diesen Fakt einfach ignoriert haben. Das Gleiche ist mit der Klimaerwärmung. Man weiss, dass die kommt und man weiss, dass das uns Schwierigkeiten bringt. Und dort wird ihr ja auch sehr zurückhaltend sein mit Geldern. Weil mit diesen 6 Milliarden, die wir jetzt dort investieren, hätten wir für den Klimaschutz schon ganz einen Haufen gemacht. Dort ist es nicht der gleiche, wie die Sicherheit vom Volk aus sieht. Und wenn ihr dann immer noch gegen die Linken schiessen und sagen, wir haben den Armeeabbau lanciert, natürlich haben wir immer auf das hingeschafft. Aber Schluss und am Ende ist es eine Tatsache, dass in unserem Parlament eine Mehrheit rechts hocken und nicht links. Und dort immer gegen uns zu schiessen, finde ich, schon ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht einfach die eigene Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Also jetzt habe ich den, glaube ich, auch Redestall. Ja, ich glaube, es haben alle Redestall. Vielleicht jetzt also, kommt dann langsam das Publikum ja, dran. Das hat aber genau das, Entschuldigung, ich bin nicht so Fan, das Bild mit diesen Masken, das zeigt doch relativ viel. Januar haben wir gewusst, in China, warum auch immer, ist da irgendetwas nicht gut. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter zurück, im vorderen Januar 2019. Wir haben Masken vorgerührt, wir haben Alkoholnotstand, nicht weil wir zu viel trinken, sondern weil wir ihn vernichtet haben für solche Sachen. Über die Pandemie haben wir alle gelacht, haben es vorgetan, wird es nicht geben, brauchen wir nicht. Wo es so weit war, haben wir ironischerweise auf China müssen Masken holen. Und genau das ist ein Punkt, sowohl bei Feuerwehr, wie bei Militär, wie bei Polizei. Der gibt man immer sehr viel Geld aus. Und zwar gibt man es eigentlich uns in Hoffnung, dass man sie ja dann nicht braucht, das, was man kauft. Aber man will parat sein. Und darum bin ich für eine Luftwaffe. Ich sage nicht, übermorgen Polis irgendwo, aber genau heute, vor 19 Jahren, ist etwas passiert, das auch niemand hätte gedacht. Natürlich ist es ein bisschen weiter vor zu New York. Aber das kann überall passieren, da braucht es keine Al-Qaida. Es gibt immer wieder, leider auf dieser Welt, mit 6 Milliarden Leuten, irgendwo 10% Idioten. Das gibt es einfach und die können relativ viel zerstören. Und tragischerweise muss man dort mit gewissen Mitteln parat sein. Diskutieren kann man, ob es die richtigen sind oder nicht. Aber dort muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das schon eins gesagt,
ob der richtige Flieger oder nicht, ich bin über diese Abstimmung wesentlich glücklicher als über die Grippenabstimmung, weil dann spielen wir wieder den Typ aus. Hans-Peter und ich spielen dann wieder den Typ aus, ob jetzt der Grippen gut ist oder nicht. Nein, laut oder leisli. Nein, dort, wenn wir über einen Typ reden, reden wir über einen Typ und Ahnung haben wir beide kennen. Also ist es eigentlich richtig, dass man sagt, ja oder nein, wollen wir einen Flieger oder nicht. Vielleicht noch kurz, ich bin froh, hast du das Argument gebracht mit dem 9-11 vor 19 Jahren. Wir haben 9-11 gehabt, wir haben im 04 Madrid gehabt, wir haben im 13 Boston gehabt, wir haben im 15 Charlie Hebdo gehabt und wir haben im 15 Paris Bataclan gehabt. Und nicht einmal hat der Kampfjet irgendetwas dazu beigetragen, dass die Attentate verhindert wurden. Amerika, die grösste, stärkste Luftwaffe der Welt, war absolut machtlos gegen Terroranschläge. Das Argument der Terroranschläge verhält leider Gottes. Ich habe nicht das Argument von den Terroranschlägen gebracht. Ich sage einfach, es kann jeden Tag irgendwo polen. Aber jetzt nur schnell, Kampfjet. Es ist Herr Feud schnell etwas unterstellt worden, keine Ahnung. Ja, also zuallererst möchte ich gerade dem Thomas noch sagen, man kann schauen für 200, 300, 500 stille Arbeitsplätze. Ja. Das ändert an unserer Situation mit dem Lärm nichts, gar nichts. Was könnte ändern? Also, der hat vorhin noch gesagt, wegen dem Zusammenleben. Er will das Zusammenleben verbessern. Das hat er vorhin gesagt. Ja, da können wir vielleicht noch drauf kommen. Also, Emil hat recht. Ob wir 300 oder 400 oder 500 stille Arbeitsplätze haben, der F18 wird dir das nicht leisiger, weil wir absorbieren keinen Lärm. Also, das ist klar. Aber es ist ein bisschen ein anderes Bild in meinen Augen, wenn wir ob ein Zeughaus oder irgendetwas hier haben mit 100, 200 Arbeitsplätzen, die am liebsten halt hier wohnen, Steuern zahlen, leben, Kinder in die Schule schicken. Das ist für mich etwas anderes. Es wird nicht leisiger, Punkt. Aber was nicht geht, und das muss ich jetzt hier schon sagen, und das ist passiert vor 6 oder 7 Jahren, hat das VBS ein Schneekompetenzzentrum erstellen, seinerzeit. Und das hat klangheimlich, niemand hat es wissen, auf anderem erzählen. Wenn nicht der Gemeinderat damals hat eingehakt, es ist durch Sonntagszeitung gekommen, dass wir das auch wollten, wäre es auf andere Mal gegangen. Es ist aus verschiedenen Gründen nie so gekommen. Und das geht nicht. Wir können nicht hier einen Flugplatz haben, ich sage, dem hat so Erträge mit Lärm und gleichzeitig wird so etwas Schneesportkompetenzzentrum, etwas sensationell Gutes, wo wir auch ausgerüstet sind, wurde unter der Hand irgendwo ins Urnerland vergeben, weil die gerade eine leere Sache haben vom Militär. Der bin ich persönlich, gebe ich zu, relativ sauer geworden. Es ist auch anscheinend gleich so. Sion hat den Flugplatz abgeschossen, den Militärflugplatz. Ja. Sie haben eine gute Lobby. Emma wird auch den Nächsten abschießen. Sie haben sehr viele Leute, die dagegen sind. Und der zieht eigentlich immer so die genannte A-Karte. Weil man sagt, da oben hat es wenig Leute, da werden ein paar verrückt. Also, wenn ich da schaue, da die Kampfjets-Initiative vor ein paar Jahren, da haben wirklich die betroffenen Gemeinden ja gesagt, aber das ganze Oberland hat noch im Stich gelassen. Dann gleich noch mal die Frage. Ja, wehret nicht, Herr von Bergen? Mit was irren wir genau? Ja, ich meine, wenn hier oben ein Lärm, wenn es doch heisst, dass ihr quasi den F18 müsst schlucken, dass ihr ein paar Arbeitsplätze bekommt und alle anderen bringen es fertig, eigentlich der Militärflugplatz der Fluglärm, Entschuldigung, zu reduzieren, dann habt ihr keine Lobby oder macht schlechte Lobbyarbeit. Es ist Tatsache, dass hier bis jetzt sehr viel sie auf das Maul gehockt und nie gesagt haben. Darum sind wir ja Zeit da und machen Lärm. Gut. Ja, darf ich auch noch ein bisschen Lärm machen? Ja, ungern. Nein, ja, ist gleich. Du bist nicht von da oben. Zu diesem Punkt von Herrn Vorberger muss ich gleich noch etwas sagen. Also erstens mal, ich glaube, Meiring ist im 19. Jahrhundert 2 Mal angebrannt. Das tut mir sehr leid. Der Föhn und so ist stark. Aber wenn es brennt, auch wenn es eine Feuerwehr hat, gibt es fast keinen Brandschaden. Also eine Luftwaffe, dem zu messen, dass es gleich, dass noch Sachen passieren, ist einfach mal ein völliger falscher Ansatz. Zweiter Punkt. Bei 9-11 hat es 4 Flüger gegeben. Zwei sind ins World Trade Center, einer ist ins Pentagon oder 4 ist auch von den Passagieren zum Absturz gebracht worden und wäre schon abgeschossen worden, vermutlich, weil das war in der Luft gewesen, und der hat mir die Luftwaffe hochgeschickt. Also es ist eine komische Argumentation zu sagen, das bringt nichts. Und ich glaube, ich werde das einfach hier nochmal betonen, ich sehe ja eure lokale und regionale Problematik und zu einem gewissen Grad, ich will jetzt unser PC21-Problem nicht zu gross reden, aber vielleicht mit 20% kennen wir das so. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, erstens mal, was ist für unser Land da gut? Und da muss jeder etwas tragen. Schaut mal im Mittelland die, die Autobahnen wohnen.
Das ist ja zum Teil ganz übel, der Strassenlärm, Eisenbahnlärm, zum Teil nicht unerheblich. Und was ich vor allem finde, eigentlich müsste die Diskussion viel mehr in die Richtung gehen, dass man würde sagen, wie bringt man es her, dass man vielleicht eben mehr Unterstützung herbringt, dass man vielleicht im Sinne von wirtschaftlich, das sehe ich das Anliegen mit diesen stillen Arbeitsplätzen, ich glaube, das müsste die Anstrengung sein. Aber die überkommen dann auch nicht, wenn den Flugplatz abschießen. Da macht dann Illusionen. Wir müssen mehr in diesem Sinne noch dealen. Okay, wir geben mal schnell einen Satz dazu, dann würde ich gerne... Also, mir geht es einfach um den Lärm, den wir hier haben. Wie viele Arbeitsplätze, dass das sonst noch kämen, allenfalls, das könnt ihr sowieso vergessen. Wir waren einst zusammen raus, da hat es geheißen, ja, allenfalls 6 könnten sie noch abgeben. Emme hat übrigens mit der Ruagua die Erwartung gemacht von diesen Flugzeugen 1500 Arbeitsplätze. Und Bayern hat mit allem Drum und Dran, glaube ich, 500. Und wir haben nach der letzten Flugplatz-News haben wir 170, also sagen wir 200. Und wenn wir die Bewegungen anschauen, die wir hier haben, oder die jetzt Bayern oder die jetzt Emmen mit diesen lauten Flugzeugen, dann haben wir pro Arbeitsplatz am allermeisten Bewegungen. Etwa 25. Bayern hat etwa 15. Emmen hat vielleicht 2 Bewegungen von diesen lauten Flugzeugen pro Arbeitsplatz. Das ist doch keine Verteilung. Und da kann man jetzt weibeln drum. Die in diesen Regionen, die das haben, die klammern sich da dran wie der Teufel. Es ist hinten eins erwähnt worden wegen den Zeughäusern. Das wäre eine stille Sache gewesen. Man hat in der Schweiz super Zeughäuser gemacht. Saarau zum Beispiel. Und so, einmal nicht hier oben. Hier so tut man einfach den Lärm da. Gut, jetzt gehen wir raus. Über ein Thema haben wir noch gar nicht geredet, nämlich über den Tourismus. Also, das wäre ja auch noch, wie viel dass der Tourismus da oben verliert oder nicht verliert, wie viel das der Touristen gleich ist. Können wir vielleicht näher darauf zurückkommen? Ich werde es gleich mal rausgeben. Ich sehe euch ganz knapp im Dunkeln. Gibt es da, ja, da. Vielleicht die Frage schnell vorrufen, nehmen wir sie näher auf. Ich nehme schnell die Frage auf. Ja, sie gehört. Ja, aber es geht noch darum, dass wir es auf das Netz übertragen. Also, habt ihr wirklich das Gefühl, dass dann mehr Arbeitsplätze kommen da rauf, wenn man Ja stimmt? Wenn, das also, wenn man sagt Ja zu den Jets oder oben. Dass die Region auch Ja sagt, ja. Nein, aber das habe ich auch nie gesagt. Ich habe nicht gesagt heute Abend, dass wenn die Region, ich nehme einfach jetzt Oberen Brienzersee, Ja sagt, dass das VBS unheimlich unter Druck geraten und ich so vor 200 Arbeitsplätze ohne Lärm schickt. Aber wir sind mit den Gemeinden vom Oberen Brienzersee seit Monaten, Jahren daran, Diskussionsführen. Und Diskussionsführen ist ein bisschen übertrieben, weil wir kommen immer wieder als Bittsteller und werden, wenn ich es richtig beurteile, ein bisschen belächelt und ein bisschen hingehalten. Manchmal bekommt man keine Antwort, manchmal bekommt man irgendwie wieder einen Entwurf vor einer Antwort. Das ist das Problem. Und vielleicht, wenn wir Nein stimmen, ist es ein Zeichen, aber ich kann jetzt die Frage umkehren, Beat. Meinst du, wenn wir Nein stimmen, nehme ich das VBS wahr, dass man hier ein Problem hat mit dem Lärm? Also das Nein wäre... Wenn ja, sie es nicht wahrgenommen haben, zeigt es ja nur die Ignoranz, die sie haben, uns gegenüber. Ja, aber, es ist bis jetzt noch nicht wahrgenommen haben. Wäre ein Nein wichtig, hier in der Region, für... Also unbedingt. Ich glaube, die letzten 2 Abstimmungen rund um Kampfjets haben es ganz klar gezeigt, dass die Region Oberen Brienzersee vom Lärm geplagt ist. Man hat immer gegen die Kampfjets gestimmt. Und was hat denn geändert? Ja, eben gar nicht. Aber das zeigt ja, was für eine riesige Ignoranz von der Armee ist, der Bewohner hier gegenüber kommt. Das sage darum ich bin ich der Meinung, müssen wir aufstehen und endlich Lärm machen, dass sie so verstehen. Aber Hans-Peter, genau darum habe ich die Frage gekehrt. Das ist ja, es ist ja nicht passiert seit dem letzten Nein. Es ist ein Zeichen. Es ein Ja und ein Nein ist immer ein Zeichen, aber passiert ist nicht. Also, wenn ich noch etwas dazu sagen kann, ich glaube, wir haben hier eine Problematik, die eigentlich andere Regionen einfach nicht im gleichen Zusammenhang betrifft. Es gibt heute eine Stadt-Land-Graben, eine Peripherie-Zentrums-Graben. Es ist, betrifft andere ja. Das sehen wir in der ganzen Raumplanung, ganze Bauordnung und so weiter. Es ist ein Grundproblem, und von mir ist es nicht ein spezifisches Armee-Problem. Ja.
dass man die Randregionen, die periphere Regionen einfach schlecht behandelt. Und da sind wir dann wieder, ich bin jetzt ein bisschen polemisieren, ich bin ja böse, bin mir bewusst. Aber das sind dann häufig auch wieder die rot-grün dominierten Städte, die einfach für sich schauen. Man kann mal sagen, die bevölkerungsstarken Städte, man sieht es bei vielen Volksabstimmungen, aber wir werden schnell dominiert, der ländliche Raum. Ja. Und der ländliche Raum hat es schwer, aber es ist von mir sehr nicht ein spezifisches Problem in diesem Aspekt, dass man es schwer hat, mit Interessen überwälzen. Der Herr von Bergen wird das schnell beantworten, aber nur schnell, Lärm ist ja wirklich ein Thema. Der hat vorhin gesagt, Autobahnlärm, Zuglärm, aber da die Lärmschutzmassnahmen, für das hat man Milliarden ausgegeben. Gerade bei den Zugstrecken etc. Oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass man da oben speziell vielleicht ein Programm, also irgendetwas, also euer Einsatz für Meiringen mit weniger Lärm, wie gesagt aus? Ja, also ich habe ja gesagt, also, die Problematik die sehe ich auf der einen Seite. Das Problem ist natürlich, bei der Straße kann man einen Lärmschutzwang machen, kann Sicherheitsverglasung oder Lärmschutzverglasung machen, das kann man hier vielleicht zu einem gewissen Grad auch. Aber die Kampfjets, das kann man nicht fortdiskutieren, das bringt man so schnell nicht fort, das ist einfach so. Wenn die starten und durchstarten und zuraufgehen in diesem engen, relativ engen Talkessel, das ist schwierig. Also da können wir mit Wängen wenig machen, da kann man vielleicht mit Feister etwas machen, aber das ist einfach irgendwo eingeschränkt. Aber ich habe das gesagt, da stehe ich dafür. Ich tue mich generell, aber in diesem Fall grundsätzlich sage ich, man muss dem ländlichen Raum, wenn er Belastungen muss, tragend entgegenkommen. Und dort, in diesem Punkt, habe ich volles Verständnis für euch, dass man vielleicht etwas anderes gibt. Aber es ist einfach die Tatsache, es tragen auch andere Regionen Lasten. Schaut jetzt mal den Verkehr, nicht nur den Lärm. Wenn drei Gegenden wohnen, wo es einfach jeden Abend staut, wo jeder Zugbretsch voll ist, das ist dann auch nicht nur so sexy. Also es gibt ja Gebiete, wenn ich in den Mittellandgürtel schaue, da hat er hier sehr viel Lebensqualität. Wenn ich auch beim Gary Fischer seine Statusmeldungen schaue, von dieser wunderschönen Gegend hier, wo man vielleicht ab und zu ein bisschen Lärm in der Luft hat, aber sonst friedlich, noch nicht zu überbevölkert. Wunderbar, da muss ich sagen, da hat doch sehr viel Schönes hier oben. Gut, dann ist schon beim Tourismus. Also jetzt, Moment, gerade eins. Ich möchte doch euch gerade etwas vorlesen, was Leute im Enkombrienz, der ist im Rollstuhl, aber wir wollen nicht mit dem Mitleid spielen, da, hat gesagt, in der Nein-Kampagne der respektlose, abwertende Umgang des VBS mit unserer Region und der Bevölkerung kann nicht mehr hingenommen werden. Nein zu den Kampfjet-Milliarden. Und das, was ihr jetzt da habt gesagt, wunderschön, ich gebe Ihnen etwa ein bisschen Lärm. Das ist respektlos und abwertend. Wisst ihr was, ich mache mich jetzt vielleicht noch einmal verrückt, wenn ich das sage. Ich bin schon nachtstark schauen und als, vielleicht hasst ihr mich jetzt auch, ist mir gleich. Wenn ich nachtstark einmalig schauen, ich finde das sogar einmalig, gebe ich zu. Etwas Cooles, so einen Chat mal gesehen starten. Ich will es vielleicht auch nicht gehen, das gebe ich zu. Aber dann geht er wieder hin. Was? Dann gehe ich wieder hin, das aber, ist so. Aber für das VB wäre es jetzt einfacher auf das VBS zu schießen. Es ist ja keiner mehr von euch dabei. Nein, das ist, ich finde, Frau Amherd macht das, muss ich jetzt sagen. Aber wenn es nicht der SVP ist, das ist eine Chance, dass Frau Amherd VBS-Chefin ist. Frau Amherd hat den Vorteil, dass sie durch das ihre Partei hinter sich hat. Sie kann bei den Frauen punkten. Und ich finde übrigens, Frau Amherd macht das insgesamt. Macht ihr das gut? Das ist, also, mir wird erpresst, der verliert den ganzen Flughafen, der verliert die Arbeitsplätze. Gibt es so eine Variante, Herr Feuz, wo ihr könnt sagen, ja, so sieht es konkret aus, das könnten wir vielleicht ertragen, hier oben? Also, zuerst muss ich sagen, und das ist etwas, was in mir Grundhaltung verankert ist. Mit Arbeitsplätzen Kampfjet rechtfertigen, das kann man nicht. Wir müssen alle zusammen froh sein, wenn man das nicht brauchte, wenn diese Arbeit nicht gemacht werden müsste. Das ist so. Jetzt ist es natürlich schon so, so dumm sind wir ja nicht, dass wir nicht wissen, dass der Mensch nicht einfach nur ein friedliches Wesen ist, und dass da manchmal eins gut ist, wenn man dem entgegen haben kann. Und das ist dann meinetwegen Arbeit. Aber jetzt etwas anderes. Ich bin ganz stark eben, am Kämpfen gegen den Lärm, weil wir den zu ertragen haben. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, das ist nicht nur der Flugplatz, das ist der Trainings- und Schulungsraum Berner Alpen, das ist auf der Axalp der Fliegerschießplatz. Und so weiter. Und eben über den Prinzengrad an, dann kommen sie dann auch noch. Und dann sonst auch noch so ein bisschen lärmen. Also, es ist nicht einfach hier und da ein bisschen lärmen. Das wäre ich da dazu zu sagen. Und, aber konkret. Jetzt ist es so, dass mit der Flugwaffe oder mit der Armee wollen wir ja unser Volk schützen. Also, zwei Strahlhorn müssen wir nicht beschützen. Das übersteht jeder Blödsinn. Oder?
aber wir tun das Volk beschützen. Dann könnte man doch sagen, da wo die Missionen am stärksten sind, das tun wir dort ansiedeln, wo wir am meisten Leute können schützen können. Dann spüren sie es, wenn sie beschützt werden, oder? Das Dübendorf zum Beispiel, warum ist das zugegangen? Warum ist es zugegangen? Weil es erstickt sie in den vielen Leuten. Und dann haben sie es daher da, wo er eben wenig war. Und ihr habt gesagt, ja, wehret noch doch. Wir haben es probiert zu wehren und haben probiert und probiert. Aber wenn natürlich unsere gewählten Leute zum Teil auf Bern nachgehen und dort sagen, ja, wisst ihr, das sind ein paar Stürmige da im Hasli, oder? Ah, Entschuldigung. Ja, das sind einfach so ein paar Stürmige. Und nachher zeigen Volksabstimmungen und so weiter, ganz ein anderes Bild. Was soll man denn eigentlich noch machen? Nein stimmen oder ja stimmen und das ist alles für nichts, Thomas. Das habe ich auch nicht gesagt. Also, ich bin für sehr viel Anstand. Aber wir müssen uns nicht die Wörter ins Maul legen, die nicht stimmen. Ich habe nicht gesagt, es sei alles für nichts. Aber ob wir hier ja oder nein stimmen, bin ich nicht sicher, ob diese Zeichen erkannt werden. Für etwas ist es immer Ja und Nein zu sagen, in der Schweiz. Das ist zum Glück so. Aber ob Zeichen erkannt werden, und zwar auf beiden Seiten, bin ich einfach skeptisch. Und aber wir sind auch beim Lärm. Ja, ich werde geschwind auf den Herablenabend eingehen. Lärm. Die Forderung von 4 Monaten Sommerpause, die ist so vom Gemeinderat noch nie aufgenommen worden. Wir haben im Moment 2 Monate, 8 Wochen. Ich könnte jetzt gut damit leben, die Forderung zu stellen auf 3 oder 4 Monate. Da kann ich sehr gut damit leben. Und die Zeiten, Emil, wo Leute zu Bern sagen, es seien da ein paar Stürmige, zumindest von mir hast du das nie gehört und das garantiere dir, solange dass ich beide Beine auf diesem Boden habe, wirst du es von mir auch nie hören, weil jede Stimme hat es verdient, angehört zu werden. Ich sage nicht, du seist auf Bern gegangen, ich habe nur gesagt, du hast sich geäussert, dass keine Rolle spielt, ob man ja oder nein stimmt. Dann können wir gleich geben, daheim bleiben. Nein. Der Herr von Bergen hat vorhin etwas angesprochen, Energiewende, und hat gegen uns geschaut. Ich bin seit 8 Jahren im Vorstand und seit 3 Jahren Präsident von IG Windpark Connect Eritz. Ich habe schon mehrere Vorstöße, kann der Gary Fischer eine Bestätigung eingeben für Windenergie im Grossrat, übrigens auch für Biogas. Ich kann euch sagen, es ist schwieriger im Kanton Bern, eine Biogasanlage zu bauen oder einen Windpark als ein AKW, ein neues. Es ist wirklich kein Witz, es ist so, schon unglaublich. Ich kämpfe dort dafür, aber wisst ihr, was ich feststelle? Es ist die gleiche Problematik. Ja. Es sind alle dafür, es reden alle von Energiewende. Ihr könnt es wieder die Tage in die Zeitung lesen. Ja, da wäre ein guter Standort, Wind ist da, dort Gebiet Pfechig ist zum Schluss eine Geschichte. Ja, aber nicht bei uns. Wir sind schon für erneuerbare Energie, aber nicht bei uns. Das hängt zusammen. Aber das ist das Problem. Wir haben öffentliche Güter, nennt man das in der Ökonomie, die gebraucht werden, wo man eben zum Beispiel Energieproduktion oder eben Sicherheit, Feuerwehr, Armee. Und das findet irgendwo statt. Und natürlich hat es keinen gern. Aber es ist einfach das heilige St. Florians-Prinzip. Natürlich gehört ihr das jetzt vielleicht nicht gern, aber andere müssen anders tragen. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, übrigens sogar in der Energiepolitik nicht. Wenn wir dort nicht einen Schritt machen, wenn ich gerade eure Region nehme, wenn ich schaue, wie neue Wasserkraftwerke bekämpft werden, das ist ein grosses Problem von unserer Zeit. Es will jeder modern leben, es will jeder Sicherheit, es will jeder alles gegen alles an, aber es will keinen einen Preis dafür zahlen. Also und ihr zahlt jetzt hier, das ist mir klar, ja, einen Preis für wir das. Wir kommen in eine ganz andere Diskussion. Nein, es ist nicht eine andere Diskussion. Doch, das ist im Prinzip Energiepolitik ist heute Abend nicht angesagt. Nein, aber Matthias, es hängt eben zusammen. Ja. Unsere Gesellschaft hat ein Problem mit dem heute. Ich sage euch etwas, unsere Vorfahren, wir sind nicht, ob jemand hier hockt, der so alt ist. Die waren froh, wie sie das Flugzeug gehört, der Luft. Und ich kann euch sagen, die Cousine von meinem Grossvater, eine deutsche Verwandte, die war in Dresden als kleines Kind. Anfang Januar 45, die wäre froh gewesen, wenn sie die eigenen Flugzeuge oben gehört und nicht die anderen. Aber sie haben eine andere gehört und es war viel schlimmer gewesen. Gleich noch eins zum Lärm. Hättet ihr konkreten Vorschlag, wie man einen Kompromiss finden könnte? Also Lärm, Reduktion oder mit dem Lärm lernen zu leben? Also ich glaube, mit dem Lärm lernen zu leben ist eine Illusion an sich. Aber es ist ein Vorschlag, wenn es würde funktionieren. Ich denke, wenn man die Fenster noch ausweiten könnte und wir 4 Monate Ruhe haben im Sommer und vielleicht im Winter auch noch ein bisschen mehr Ruhe, dann
muss man irgendwo den Kompromiss eingehen. Ich glaube, wir kommen dort nicht drum herum. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo die Armee muss einen Schritt auf die Bevölkerung machen, nicht die Bevölkerung den Schritt auf die Armee. Weil gesucht wird viel, versucht wird viel von Seiten von der Behörden, von der Gemeinden. Und gemacht von der Armee wird einfach nie. Das ist nicht anders als eine Ignoranz gegenüber der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, als Armee ist man untouchbar. Und wie vorher der Oppenalp gesagt hat, das Argument ist, wenn es noch nicht passt, dann gehen wir halt gleich fort. Ja, da bin ich auch der Meinung, der geht. Aber der geht weit fort. Tourismus könnte es vielleicht wichtiger sein, als die 200 Arbeitsplätze, die der Flugplatz bringt. Ja, da wir in der absolut schönsten Region von Zentraleuropa leben, ist der Tourismus selbstverständlich wichtig. Und selbstverständlich ist nicht jeder Tourist himmelhoch jauchzend begeistert, wenn er was auch immer für einen Flieger am Himmel kehrt und sieht. Es gibt aber, das muss man ehrlicherweise auch sagen, Leute, die wegen dem kommen. Das gibt es auch natürlich nicht in dieser Anzahl, wie sie Skifahren, wandern, klettern. Aber ob es Touristen abhat und in welcher Anzahl, ist etwa das gleiche Kaffeesatz lesen, wie viel bringt das Löberhornrennen in Schweizer Franken. Das weiss niemand genau. Gibt es keine Umfrage in dieser Hinsicht? Es gibt viele Leserbriefe, wo man einfach sieht, dass sie nicht aus dem Haslital sind, das gibt es. Aber eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage bei Touristen, wie der Lärm empfunden wird oder nicht empfunden wird, ist mir nicht bewusst, ob es eine gibt. Ich kenne keine. Es ist eine gemacht worden, mal schon länger eins von nicht Studenten, aber das müsste ich vorher suchen, ich kann mich da ja nicht mehr. Was ist das Resultat gewesen? Dazu? Es ist so gewesen, dass je nachdem, ob sie am Haselberg gefragt haben oder in der Aarenschlucht oder wo, natürlich die Aussagen ganz verschieden waren. Und so gesehen würde ich jetzt sagen, das ist nicht sehr repräsentativ gewesen. Und wie weit, dass man natürlich so Sachen nachher steuern kann, ja, das weiss ich nicht. Also ich werde mich da jetzt wirklich nicht auf den Test rauslassen. Ich weiss nur, dass eine ist gemacht worden. Aber wenn Sie es suchen, dann kann er es auch geben. Nein, wir sind uns aber einig, Emil, dass es eigentlich keine Brauchbare gibt, sagen wir es so. Wirklich, wo man kann sagen kann, die verhält wirklich. Und seien wir ehrlich, welche Umfrage verhält er schon? Für mich die einzige Brauchbare ist die, ich habe nachdem dass ich aufgehört Schule habe, nachher mehr und mehr als Bergführer gearbeitet. Und ich glaube nicht, dass ich je Gäste hatte, gehabt, war sie begeistert waren, wenn es da auf dem Kopf herumdonnert. Im Gegenteil, also die allermeisten, die waren gegen einen solchen Hurensohlärm. Ganz einfach. Gut, aber ich sehe, dass der Tourismus nicht unbedingt jetzt so einbezogen ist, ja, worden in die Frage. Ja. Ich habe noch ein Anliegen. Ich möchte hier einfach mal gleich noch ein Lanze für das VBS brechen. Ja, man muss mal einfach sehen, was das VBS oder das frühere EMD hat durchgemacht in der Zeit seit dem Kalten Krieg. 1990 hat die Armee ein Budget von 7 Milliarden gehabt. Da müssen wir auch einberechnen. Gut, jetzt die Teuerung in den letzten Jahren war nicht mehr so viel gewesen, aber es wäre heute vielleicht 10 Milliarden oder so. Die Sozialausgaben waren dann etwa gleich hoch gewesen. Dann hat man die Armee auf 4,5 Milliarden gespart. Bei ändert tendenziell steigenden Kosten technisch. Die Sozialausgaben sind heute etwa viermal so hoch. Schon nur auf Bundesebene, im Kanton reden wir noch gar nicht. Die Armee hat sich enorm nach der Decke strecken müssen. Darum hat man die Standorte konzentriert. Darum hat man eben auch die Zeughäuser die dezentral rausgeräumt. Ich glaube, man muss einfach etwas geben. Das ist wie bei einer Kuh, die nicht so viel Milch gibt, wie ich will. Wer hat nichts zu fressen geben? Dann kann sie so nicht geben. Und ich glaube, wir müssen vielleicht dort politisch zum Punkt kommen, dass wir nicht eben argumentieren und sagen, das ist noch viel zu viel, die 6 Milliarden, und die Armee sollte am liebsten gar nichts kosten, man will lieber noch raus, wenn man Flieger kauft. Wir müssen auch wieder zum Punkt kommen. Und dann ist so etwas auch möglich, weil früher hat das stattgefunden, dass man Wertschöpfung gebracht in die Regionen, das auch nicht bei unserer Region, als Kind noch kennt. Wehkasse rausgekommen, ja. Die Beiz hat gelebt von denen, die Truppenunterkünfte gehabt. Aber dann müssen wir auch sonst einfach zur Armee generell wieder schauen. Und dann vielleicht auch einfordern, dass auch wieder etwas in die Peripherie rauskommen soll. Und der, nochmal, habe ich dann wieder viel Sympathie für eure Anliegen. Aber wir können nicht von dieser armen Frau am Herd verlangen, dass sie quasi kein Geld soll brauchen, jedes Fränkchen dreimal umdrehen und dann soll sie noch sämtliche Bedürfnisse noch nebenbei befriedigen aus dem Armeebudget raus. Das funktioniert einfach nicht. Aber also, ich weiß nicht, wie ihr versiert seid. Könnte Bayern den Gesamtflugverkehr, Militärflugverkehr von Meiringen eigentlich aufnehmen? Vielleicht in Zukunft schon. Aber das Problem ist, es ist eine Frage von Redundanz. Also in Sicherheit müsst ihr gängig, das hat sowieso jeder Flüger, redundante Systeme. Also ich bin überzeugt,
Also ich bin eigentlich dagegen, überhaupt noch Flugplatz zu tun, aber zwei braucht es garantiert gängig. Aber der Luftraum wird ja ob den Bergen verteidigt, nicht zwischen den Bergen. Ja, jetzt stell dir vor, jetzt haben wir das Szenario 1967, 6-Tage-Krieg, jetzt wird der Remt-Flughafen umgeflügt mit einem Angriff. Was hast du nachher? Hast du vielleicht noch Flüger in der Kaverne, aber kannst nicht mehr anfangen. Aber du brauchst gängig redundante Systeme. Also das ist ein Illusionsgefühl, man kann alles im Flughafen konzentrieren. Gut. Das hätte dann den Vorteil, dass wir nach dem nächsten Krieg Flugzeuge haben für die nächsten Jahrzehnte im Zug umzukrosen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, der sehe ich eine Hand. Ankämpfen, der Flugplatz bleibt in Meiringen. Die 10 Gemeinden von Oberried bis auf Gotthannen, die Gemeinderäte haben beschlossen, gewisse Massnahmen zu ergreifen und einen Forderungskatalog aufzustellen, dass in den Arbeitsplätzen, die heute ein paar Mal erwähnt wurden, wir wollen stille Arbeitsplätze in diesem Unterbach, wir wollen nicht noch Arbeitsplätze für einen Flugbetrieb, wir wollen auch gewisse andere Sachen, die jetzt nicht alles aufzählen. Wir waren bei der Frau Amherd. Emil, wir haben auch nicht gesagt, es seien ein paar Stirnungen zu Meiringen. Das weißt du von mir, dass ich das nie würde sagen. Wir haben aber dort ganz klar unsere Ängste und Zweifel angemeldet. Und Frau Amherd hat für alles Verständnis gegeben. Passiert ist jetzt in 4 Jahren, muss ich schon sagen, praktisch nichts. Das ist ein bisschen bedenklich. Der Fluglärm ist zum Teil schon stark. Einfach noch für zu erklären, wir haben vor 4 Jahren gesagt, wir wollen nicht stürmen auf das Bern, dass wir keine Flieger mehr wollen. Der Bundesrat Maurer hat vor Jahren gesagt, die 4.000 bis 5.000 Flugbewegungen seien nicht verhandelbar. Und wir haben gesagt, gut, die sind nicht verhandelbar gegen unten für das VBS und für uns nicht gegen oben, selbstverständlich. Aber wir wollen entschädigt werden. Das ist so kurz unsere Forderung. Es ist schon so, der Fluglärm ist stark. Und Emil hat es vorher gesagt, der Flugraum, der noch oben ist, und der Fliegerschließplatz auf Axalp, diese drei Sachen sind zu viel für das enge Hasletal. Das haben wir auch schon ein paar Orte deponiert und wir hoffen, dass dort vielleicht eine Korrektur gemacht werden kann. Die Sommerpause findet schon lange nicht mehr statt. In der Sommerpause ist der Flugraum praktisch täglich in Betrieb und das müssen wir schon unbedingt korrigieren. Ich verhalte mich in diesem sogenannten Abstimmungskampf neutral. Der Flugplatz hat auch eine gewisse volkswirtschaftliche Bedeutung, haben wir heute gehört. Aber solange dass ich nicht weiss, dass der neue Flieger nicht lauter wird, ich wollte wissen, dass er ein bisschen leisiger wird. Weil ich nicht weiss, wie er lauter wird, ist es für mich ein bisschen schwierig, dem zuzustimmen. Also das ist das Problem, dass ihr nicht wisst, sind wir eigentlich wieder am Anfang, welcher Flüger das kommt. Wir bewilligt irgendeinen Flüger. Genau, der Blankoscheck den Hochoffizieren und den hohen Politikern überlassen, das kommt für uns nicht in Frage. Darum ist es schwierig für uns, dem neuen Flieger, dem Kredit zuzustimmen. Katz im Sack kaufen, ist ja nicht unbedingt das, was ihr noch wollt, oder? Merci für die Zuhörung. Man muss einfach auch sehen, warum ist das so. Das hat ja seinen Grund. Der Grippen ist abgeschossen worden, übrigens nicht von den Grippengegnern aus der Überzeugung. Nicht von den Armeegegnern, sondern von der Firma Farner, die ein aggressives Lobbying für Dassault hat gemacht, wo der Zuschlag für den Rafale nicht hat bekommen. Das wird jetzt nicht anders sein. Sie haben ja jetzt das Büro. Ja, aber wenn natürlich die Flüger, und das muss ich übrigens auch sagen, der Herr Hurter ist erwähnt worden, ein Parteikollege von uns, der hat dort auch nicht ganz ein super Spiel gespielt, das sage ich hier. Der Grippen hat man dann wirklich aufgrund von der Konkurrenz im Prinzip mit viel Geld, mit scharfem Lobbying abgeschossen. Darum finde ich den Entscheid richtig, dass man die Typenfrage hinterher schiebt. Wir sind hier, behaupten, keiner ist kompetent, so einen Flieger rauszulesen. Das hat ja auch gängiges Gefühl, sie können da. Sie behaupten, das können ganz wenige Leute nur. Und darum finde ich das grundsätzlich richtig, dass man den Entscheid hinterher rausschiebt.
Und was ich persönlich aber fast sicher bin, der grösste, und man muss etwas sehen, grösste ist Gang und Lärm bei den Flügern. Also der F-35 ist abgetönt worden. Ich glaube, kann man kaum vorstellen, dass die Schweiz den anschafft. Also, ich will das nicht verschreien, aber ich kann mir es kaum vorstellen. Das ist ein überdimensioniertes Flugzeug, das übrigens auch vermutlich auch nicht Mengen gibt für den Kredit, den man für die 6 Milliarden. Es würde auch nicht 40 geben mit dem. Und von der her, das GE-Variante ist ja der Super Hornet. Also das ist im Prinzip eine verbesserte Version vom F-18. Und das kennt man ja. Also in diesem Bereich ist es einfach. Ich will mich da nicht die Zange in die Augen streuen. Ich glaube nicht, es wäre falsch zu behaupten, dass da ein Flieger kommt, der leisiger ist als der F-18. Und er muss sicher nicht leisiger als der Tiger. Und wer kommt denn daraus? Also, der hat vorhin gesagt, der Gripen ist nicht nur von Fahnen abgeschossen worden, sondern auch von Offizieren. Also, es haben namentlich bekannte Offiziere den Gripen in der Öffentlichkeit abgeschossen. Also, welche Offiziere werden denn sagen, welchen Flieger das man kauft? Ja, gut. Die, es gibt ja einen Anforderungskatalog. Das ist wie, wenn jemand, der sonst seriös etwas beschafft, eine Maschine, sagen jede grosse Firma, die irgendeine Maschine beschafft, macht ja einen Anforderungskatalog, schaut, was sind die Bedürfnisse, was sind die Mindestbedürfnisse, was gibt vielleicht Punktevorgaben, dann tut man das abarbeiten, das müssen an sich Experten sein. Und was das Problem natürlich ist, und da sind wir auch gerne in einem Spannungsfeld, wir haben es heute auch gehört, eben mit dieser Papierflügergeschichte, den Italienerflüger, es ist auch gerne so, das sagen jetzt dir. Freaks wetten, möglichst der Beste. Die Herr Kreibel, das sagen jetzt dir. Das sind ein Papierflüge. Ja, die Wetten treffen. Ja, vorhin hat er gesagt, niemand hier kann beurteilen, nein, wie die Flüge sind. Ich kann nicht viel sagen. Was einfach glaub, physikalisch logisch ist, ein Flugzeug, das langsamer ist als die schnellsten, die es allenfalls sollte. Das ist wie die Polizei. Wenn die Polizei gut. Früher hat, die Polizei voll einen Käfer gehabt, die sind den Gangster nicht nachgekommen. Das ist etwa das Gleiche. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel Sachkenntnis ja. Für das. Aber der hat vorhin gesagt, nein, das ich, ich muss es auch abklemmen. Ja. Der hat vorhin gesagt, wir haben hier ein Statement gehört, der Flüger darf nicht lauter werden, eher leisliger. Wir haben das Problem, hier interessiert eigentlich niemand Hornet oder so. Es geht darum, würdet ihr euch einsetzen, dass es ein leisligerer Flüger wird? Und jetzt habt ihr aber schon bereits gesagt, der, der die SP vorgeschlagen hat, ist für nichts. Ja, wer entscheidet denn, welcher Flüger das für etwas ist? Ja, das gibt eine Kommission, die nachher Fachleute das ja. Anschauen, anhand von einem Anforderungskatalog. Können Sie sich da jetzt... Darf ich da vielleicht nur so einen Hinweis geben? In den 90er Jahren haben sie müssen angeben, was für Flugzeugtypen mit welchen Startverfahren, in welchen Startrichtungen und so weiter den Flügen für einen Lärmbelastungskataster zu machen. Dort hat es drinnen geheissen, 30 Nachbrennerstart pro Jahr. Wisst ihr, was ist passiert? Dass sie sich auch bei positiven Temperaturen können die nur Nachbrenner unterstützt starten. Und jetzt sind es 1800 und das müssen wir einfach ertragen. Und jetzt kommen die und sagen, da sind Fachleute dahinter. Entweder sind das nicht Fachleute gewesen, unfähig, oder dann haben sie es angeschaut. Ja, sie haben einfach erfreut. Sie haben vielleicht verschiedene Kriterien angeschaut. Wisst ihr, ich bin gerne der Brückaufnahme hier. Ich halte das aus. Es gibt verschiedene Faktoren. Für mich jetzt persönlich, ich finde, das soll auch ein Faktor sein, wie ich schon erwähnt habe. Rein das Gewicht von diesen Flügern ist maßgeblich auch verantwortlich für die Lärmbelastung. Aber ihr müsst auch verstehen, wenn es x Anforderungen gibt. Eben ein Punkt ist zum Beispiel die Gegengeschäfte. Wo klare Anforderungen jetzt auch im Bundesbeschluss, ist ja ein Bundesbeschluss, wo wir darüber abstimmen. Das finde ich ja nicht so unwesentlich, dass das zum Beispiel jemand einhält. Dass 60% der Wertschöpfung wieder in die Schweiz kommt. Und dass das ein System ist, das insgesamt über alle Anforderungen, wo sicher, wenn man dann entscheiden kann zwischen zwei ähnlichen Ketten, bin ich ja dafür, dass man nicht den Leuten nimmt. Das ist also damit, aber man kann nicht einfach nur auf das damit schauen. Es ein bisschen weniger der Brücken knapp ist. Also letztendlich würdest du unterstützen, dass man darauf schaut, wenn du das kannst, dass man einen leisigeren Flüger nimmt. Also wenn es zwei gleichwertige gibt, dann bin ich selbstverständlich dafür, dass man den leisigeren nimmt. Dann sind wir bei Gleichwertigkeit, aber, haben wir den Flug, der quasi in der Arbeitsgruppe. Aber es bringt einfach auch nichts. Herr Dummermuth, ja, aber darf ich nur sagen, es bringt auch nichts, ich komme wieder mit der Feuerwehr. Ja, es bringt auch nichts, wenn ihr ein 30er-Göppel nehmt, wo irgendwie 100 Jahre erst im Brandplatz ist und wenig Abgas rauslässt. Das bringt einfach auch nichts. Das System muss das Gesamtbedürfnis decken, oder? Oder wir müssen glaube ich, das Büsi schon Katz nennen. Und wenn wir meinen, dass einer, der diesen vier Flieger, die zur Auswahl stehen, leisliger ist als der F-18, dann meinen wir falsch. Richtig. Es ist kein leisliger und da kann ich auch als Pro-Seite ehrlich propagieren. Da müssen wir einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen, wenn einer von diesen vier kommt. Dann ist er ganz sicher gleich Leute, wenn nicht leichter als der F-18. Ich bin der F-35 schauen, denn der Extremste, am 12. Juni 2019 ist der gekommen. Und der ist garantiert nicht leisiger als der F-18 und alle drei anderen auch nicht. Wir müssen das offen und ehrlich kundtun und nicht meinen,
Ja, wenn ich einen Porsche kaufe, kann ich ja nicht meinen, ich habe den Lärmpegel von meinem Zweirad-Velo. Mhm. Aber ich, aber ich will da auch keinen Porsche. Ich habe mit frei zur Kenntnis genommen, dass Emil die Lufthoheit sicher will, weil Luftpolizeidienst will er. Ich kann aber nicht beurteilen, welcher Flieger das richtig ist. Es ist sicher so, wenn Militaristen Flieger auswählen, und das muss für mich so sein, weil jemand anderes kann es nicht, der wird sicher nicht der geringste genommen. Also wenn ich als Skifahrer gehe, ein paar Ski auslesen, dann nehme ich auch nicht die allerältesten und schlechtesten. Dann will ich auch den, der mir am meisten Freude macht. Ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ja, die Frage ist einfach nur so auspresst, weil sie ist da vom Gemeindepräsident gekommen und er hat gesagt, ich hoffe. Also ich habe das richtig verstanden, dass jetzt zumindest... Wenn man kennt, wo und nicht lauter wird. Habe ich das ja richtig? Wenn man also, kennt, wo also scheinbar ist es nicht möglich. Er wird Leiter. Also Leisliger wird er nicht. Er wird sicher nicht Leisliger. Jetzt hätte er noch heute keine Meinung gemacht. Aber es werden viel weniger Flüger sein. Ich möchte da noch einen Vorschlag machen. Wir haben seinerzeit, als wir den IGF da am Anfang gegründet haben und diskutiert haben, haben wir gerne gesagt, dort 6 Flugplätze betreiben in der Schweiz und dort den Lärm so gerecht verteilen und dort auch die Arbeiten, die sonst da anfallen, eben wie die Wartung der Flugzeuge verteilen. Das geht nicht, weil das ist unwirtschaftlich. Ja, aber also wirtschaftlich ist nur, wenn wir hier so die 5000 Bewegungen haben und 150 Angestellte. Das ist aber das, was der Herr Kreibel gesagt hat. Sind gespart. Wir wieder bei diesem Punkt, dann müssen wir der Armee mehr Geld geben. Das nein, ist wir müssen nicht der Armee, wir müssen die 6 Milliarden nicht ausgeben, für die Hälfte Flugzeuge kaufen und die 3 Milliarden, die übrig bleiben, brauchen, für ein Sättigungszeug zu machen. Dann sind wir gleich weit. Die Milliarden, da muss ich jetzt noch etwas Wichtiges sagen, da wird viel auch einfach abis erzählt. Die 6 Milliarden sind mal ordentlich Armeebudget entnommen. Die kann man nicht einfach für die werden auch nicht einfach für sonst irgendetwas verwendet. Die werden für andere Rüstungsgüter verwendet, die werden nicht für stille Jobs zu Meiringen verwendet, die werden nicht für Klimaprojekte verwendet, die werden in andere Waffensysteme verwendet. Also das Geld ist schon ausgegeben, das ist ja so nein, das auch nicht ganz richtig. Das ist aus dem ordentlichen Armeebudget. Also, nein, weil erstens wird das ordentliche Armeebudget extra erhöht, dass man die Jets finanzieren kann. Das ist rund 1 Milliarde pro Jahr, die fehlt. Wo irgendwo muss abgeschreibt werden, dass just die Zeit, wo viele KMUs um ihr Überleben kämpfen, uns eigentlich viel nötiger hätten. Das ist der erste Punkt. Und das zweite weiss ich jetzt nicht mehr, was ich will sagen. Gut, das ist ehrlich. Also, gibt es eigentlich hier in diesem Saal jemanden, der Herr Kreienbühl unterstützen würde? Ich will nicht gerade als prügelten Kreienbühl hier loslassen. Ich sehe dort eine unterstützende Kreienbühl-Hand. Ja, da. Am linken Flügel sind sie. Ja, sie ist wieder runter. Vielleicht noch kurz zu den 6 Milliarden, wo ihr sagt, dass das nicht irgendwo fehlt. Wenn eure Aussagen stimmen und die Jets abgelehnt werden, steht ja die ganze Armee in Frage. Dann haben wir ja dann sowieso einen ganzen Haufen Geld, der fähig ist. Also ist ja das nicht richtig, was ihr sagt. Das ist recht, was ihr wollt, eure Partei. Oder? Also Frau Amherd... Jetzt wieder Schiess gegen die SP, aber das ist einfach so. Frau Amherd... Das ist natürlich die Agenda dringend. Aber das ist so wichtig, Frau Amherd hat es ehrlich gesagt. Ohne Ja zum Kampfjet steht die Armee auf dem Spiel. Als ob die Armee jemals würde einfach so aufgeben, das glaubt ja kein Mensch hin. Schau, Benni, ich habe Geschichte studiert. Und ich habe übrigens mein Lied über eine militärische Thematik gemacht. Ich kann euch einfach etwas sagen. Es hat keinen Konflikt im 20. Jahrhundert gegeben, wo ein Land keine Luftwaffe hatte, der den Namen verdient hat, wo es nicht wäre, wenn es überhaupt bestehen konnte, Guerillakrieg geworden. Das ist die einzige Art und Weise, wie ein Land sich verteidigen kann, und das ist hässlich. Eben zum Beispiel Vietnam war so ein Beispiel. Also wenn ihr eine Landesverteidigung und eben eine Luftpolizei will, die den Namen verdient, müsst ihr einfach eine Luftwaffe haben. Punkt. Aber das stellt ja gar niemand in Frage im Moment. Im Moment, am 27. September, geht es darum, ob wir Jets beschaffen oder nicht. Es geht nicht darum, die Armee abzuschaffen. Es geht nicht darum. Unser Parlament und unsere Sicherheitsexperten sagen, das ist ein Minimum, für das wir unsere Aufgabe in Zukunft noch aufrechterhalten können. Ich rufe für Erinnerung. Jetzt haben wir 60 Tiger
Und noch 31 F18, ist richtig. Gut, aber da wird ja nicht abgeschafft. Und irgendeine Zahl zwischen 35 und 45 Flugzeuge. Und unsere Sicherheitsexperten sagen, das ist das Minimum, wo man die Aufgaben noch abdecken kann. Ja, also jetzt kommt das mit den Experten. Es ist ja interessant, es hat geheißen, das Volk gibt eine Bestellung auf. Und die Fachleute müssen dann sagen, wie man diese Bestellung könnte, ja, befriedigen könnte. Also schalten wir die Fachleute einschalten. Und die Fachleute, das sind natürlich unsere Kampfjetpiloten, das ist die Luftwaffe, das ist klar. Nein, nicht nur. Oder? Die sagen, was sie wollen. Das sind Politologen und so weiter. Ja, gut, also die tun dann hinten nachher denen den Wunsch erfüllen. Und nachher kommt zum Beispiel ein Heimovic, der 30 Jahre ist zuständig war in Israel für die Sicherheit des Luftraums, und sagt, das sei für uns überrissen. Ja. Und wir, aber wir sind anders, oder? Ja. Wir und sind der Heimowitz ist Lobbyist von Drohnen, von einer Drohnenbude, ja, und will uns Drohnen aufschnurren. Dort hat übrigens die Ombudsstelle, ja, hat dort das Radio, das Interview mit dem Heimowitz gemacht, gerügt. Einfach, dass das klar aber ist. Heimowitz ist ein Lobbyist für Drohnen. Aber wenn der jemand eine Luftwaffe hat, ist es der Israelis. Ja, aber die haben natürlich selbstverständlich Kampfjets. Die, ja, aus. Die haben natürlich das Ganze, Kampfjets, die Drohnen für jedes. Gut. Für jedes ich glaube, also ich, ja, selber weiss, es wird lobbyiert, es tätscht. Ich weiss, dass jede Firma, die da im Spiel ist, Büros hat, ja, in Bern. Ja, ich weiss, dass sehr viel Geld ausgegeben so bei Parlamentarier, Apparol etc. Also das ist ja immer so gewesen, übrigens so beim Tiger. Ich weiss, dass der Tiger ist beschafft worden, dass sie Millionen für die Festivität ausgegeben worden beim amerikanischen Botschafter für das Feiern. Ich glaube, das ist heute nicht anders. Ich werde hier gleich mal schnell in die Schlussrunde gehen. Inzwischen in etwas geht, vielleicht, was ein bisschen auflockert, noch zum Geld zu sagen. Es ist die Frau Anna Rosen, Wasser heisst sie, die hat gesagt, gerade haben wir alle für das Gesundheitssystem geklatscht. Und jetzt sollten 6 Milliarden für Kampfjets ausgegeben werden. Investieren wir das Geld doch lieber in die Gesundheit. Für die Kampfjets können wir ja dann klatschen. Gut. Also, ich habe gerne für Herrn Kreier bei Aufbau. Das ist, muss er so viel retten. Wisst ihr, wie viel dass wir ausgeben jetzt für die Bekämpfung von dieser Pandemie? Ein X-Faches. Das sind Dutzende Milliarden, die wir jetzt genau für das ausgeben. Das ist die 6 Milliarden, ehrlich gesagt, schlägt dagegen. Ich masse mir an, guten Abend miteinander, ja. Daniel Studer, mein Name, ich masse mir an, eine Wahlempfehlung abzugeben. Unabhängig von der Diskussion auf nationaler Ebene, es geht weder um die Armeeabschaffung, es geht um mehr oder weniger, wo man jetzt da ausgeben kann, in einem Ja oder einem Nein, aber es gibt einen wichtigen Grund, warum dass wir hier in der betroffenen Region ganz klar ein Nein in die Urne legen. Und es ist ganz, ganz einfach. Und die Diskussion ist vorher schon kurz ein bisschen geführt worden, vielleicht auch nicht zu Ende diskutiert, aber je höher der Nein-Stimmen-Anteil ist in dieser Region, desto eher haben wir im Gemeinderat, in den verschiedenen Gemeinderaten, Rückendeckung für all die Verhandlungen und Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich immer wieder werden führen. Also mit anderen Worten, ob wir hier Ja oder Nein sagen, ist wahrscheinlich für das Geschäft auf nationaler Ebene gar nicht so entscheidend. Aber auf lokaler und auf regionaler Ebene stärkt es uns, wenn wir uns dafür einsetzen, möglichst wenig von diesem Lärm betroffen zu sein in Zukunft, ganz fest rücken. Also ein bisschen gut, stimmt einfach Nein und habt Vertrauen, dass wir uns in den Räten so fest wie möglich dafür einsetzen, dass die Belastung hier in der Region so minim wie möglich wird sein und wir tun alles dafür, was wir können. Merci für das Statement. Muss aber das jetzt fairerweise sagen, da ist, glaube ich, das ist der Gemeinderatskollege, oder? Ja, wir sind Schule- und Gemeinderatskollegen. Also der hat jetzt einer gesagt für ein Nein und ihr seid auf der Ja-Seite. Jetzt muss ich fairerhalb sagen, jetzt tun wir gleich Schlussrunde einläuten mit eurem Statement, Aufruf zum Nein. Ich nehme an, hier kommt der andere Gemeinderat von Meiringen. Wir kommen jetzt Schlussrunde. Warum soll man Ja sagen zu dem Kampfjet ausgerechnet, wenn man in Meiringen will? National betrachtet sage ich ganz klar Ja, weil ich eine Luftwaffe will, weil ich die Hoheit über unseren Luftraum selber will bestimmen und weil ich das Gefühl habe, dass die Abstimmung so, wie sie jetzt ist, richtig ist. Aber, und das habe ich von Anfang an klar dargelegt, wie ihr auch festgestellt habt, Herr Mast, wir haben ein Problem und wir wollen gekehrt werden. Ob das mit 55-60% Nein-Anteil im Hasli besser ist als mit 65-70%,
wage ich nach den letzten Jahren ein bisschen zu bezweifeln. Was aber sicher ist, die Gemeinderäte vom oberen Brienzersee werden nicht einfach irgendwo verläuten, dass das ein bisschen Stürmungen sind und wir eigentlich gar kein Problem haben. Wir wollen uns um den Lärm kümmern, so gut, dass wir kennen. Aber national, da stehe ich dazu, von meiner politischen Gesinnung, bin ich für ein Jahr aus den genannten Gründen. Mit dem Zusatz, ich will hier eine Änderung oder ich will verstanden werden, weil wir nicht darauf eingegangen sind. Emil Feutz hat es vorher zitiert, eine gewisse Arroganz, eine gewisse Gleichgültigkeit. Es ist halt schon nicht mehr früher. Wir sehen Probleme mit der Militärpolizei zu Unterbach. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, früher war Unterbach und ein Flugplatz. Und wenn es noch gewisse Leute geht, soll es heute ein Flugplatz sein. Und ja, es halt muss ich noch Unterbach. Und das darf nicht sein. Und da setzen wir uns dafür ein. Da bin ich auf jeden Fall auf Studerdanis Seite, auch wenn wir nicht der gleichen Partei sind. Im Feld ja nur ein Buchstaben. Wir wollen für unsere ganze Region kämpfen, aber national bin ich für ein Ja, klar. Dann kommen wir zum anderen mit dem Buchstaben zu wenig. Hans-Peter von Bergen. Euer Schlussstatement. Genau, es braucht ein Nein gegen die Kampfjets, weil nochmal, es ist überrissen. 40 Kampfjets machen schlicht und ergreifend keinen Sinn. Wir können von mir aus über 20 reden. National gesehen, regional gesehen, müssen wir ganz klar der Tatsache in die Augen schauen, dass in Zukunft die wirtschaftliche Situation für das Haslital schwerer wird, wenn die Jets kommen und wenn es noch lauter wird sowieso. Bravo. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Zitat von Kennedy. Ich bin mir das voll bewusst, Leute. Es ist nicht nur lustig für euch, der Flughafen. Ich bin ja nicht so doof, ich merke das auch. Ich weiß, so wie die Lärm machen, jetzt vorhin gesehen, einmal schauen, nachschauen. Wenn man noch ein bisschen Technik-Fan ist, findet man vielleicht cool. Jede Nacht, oder es ist ja nicht jede Nacht, aber gegen die Starts nebenan, eine Wohnung, kennen zum Beispiel den Dres, Andereck, OB-Züchter, gut, ich war schon bei dem im Stall, wenn es losgeht nebenan. Das ist laut. Aber wie der Thomas hat gesehen, erstens geht es um etwas Höheres. Es geht eben, irgendwo geht es dann nicht mehr auf mit 20 oder 10 oder 5 Flügeln. Es geht wirklich jetzt darum, wir werden im 2030 vermutlich keine schlaue Landesverteidigung mehr haben, wenn das Loch abgeht. Und zweitens, es ist für euch ein Trotzalm, ist heute auch genannt worden vom Gemeindepräsidenten von Unterbach, es ist ein Wirtschaftsfachkorps, es sind Lehrstellen, es sind Jobs, beichert ihr das auch. Und drittens, möchte ich auch klar sagen, und da habe ich volle Sympathie für euch, und wenn ich kann, tue mich dort dafür einsetzen, dass man euch irgendwo in anderen Gebieten sollte mehr entgegenkommen, das sehe ich voll auch. Und ich glaube, dort, das ist eine Erkenntnis von mir für heute Abend, müssen wir ansetzen. Darum bitte ich, sagt Ja für die Zukunft unseres Land, für unsere Landesverteidigung, für unsere Sicherheit. Merci. Ja, für mich gibt es einen ganz wichtigen Grund, Nein zu sagen, und das ist der Lärm. Ganz einfach. Es gibt andere Gründe. Die technologische Entwicklung ist zum Beispiel so, dass die Hochleistungskampfjets heutzutage ihrer Geschoss, ihrer vergelenkten Geschoss über 100, 150 Kilometer weit können abschießen in ein Ziel. Die müssen gar nicht mehr in die Schweiz hinkommen. Was wollen denn diese da noch machen? Gegen die ferngelenkten Geschoss können die gar nichts machen. Also die Wirksamkeit von diesen Superkampfjets, die die da kaufen wollen, die ist also wirklich ganz beschränkt. Und darum für einen Luftpolizeidienst, was mir taucht, das ist die Ordnung, wo Verkehr ist, braucht es Regeln und Regeln muss man kontrollieren und so weiter. Brauchen wir nicht einen solchen Kampfjet, dann schauen wir für etwas günstigeres, ich habe es gesagt, Kategorie Tiger. Und wenn es gerade keiner rum hat, dann tut man ein Anforderungsprofil machen, tut schauen, ob man nicht noch Verbündete hat und tut das eins bestellen. Ich möchte das Flugzeugwerk sehen, wenn nicht sagt, ja, machen wir für euch. Gut, merci für die angeregten Statements. Merci, dass die Töle des Löhnen bekommen, aber eine gute Unterstützung. Also hier sind also nicht so wehleidig. Merci vielmals, Samuel Kaibühl. Merci vielmals, Thomas Thunmuth. Emil Feutz, herzlichen Dank. Und Hans-Peter von Bergen. Merci euch, dass ihr da seid. Und merci für das Zuschauen daheim. Danke. Summit mit dem Matthias Mast. Die wöchentliche Tagsendung auf jungfrauzeitung.ch ist euch präsentiert worden von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland und Konzepthalle 6, Event Location, Kulturtempo und Coworking in Thun.